Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer, hallo. Eine Villa am Meer, ein Sportwagen vor der Tür, danke schön. Millionen auf dem Konto. Die Fantasien mögen unterschiedlich sein, aber haben wir uns das nicht alle schon mal gewünscht, so ein Leben ganz ohne finanzielle Sorgen? Ist das aber der direkte Weg zum Glück oder verdirbt Geld doch den Charakter? Geld macht glücklich, das fragen wir uns heute im Nachtcafé und mit dabei unter anderem ein wohlklingender Name, nämlich Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein. Herzlich willkommen. Sie kommen eigentlich aus einfachen Verhältnissen, haben sich aber hochgearbeitet bis zum Multimillionär. Große Villen, teure Autos, Gold und Diamanten, das haben Sie sich alles verdient. Geld macht Sie, wie man sieht, offensichtlich glücklich. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein. Sie, Svetlana Nadel-Bennekemper, genießen ihr Leben in Saus und Braus, teure Handtaschen, edler Schmuck, glamouröse Partys. Das ist durchaus ihre Welt. Als Millionärsgattin leben sie auf Mallorca, kennen sich mit Geld überhaupt nicht aus, wie sie sagen, geben es aber gerne aus. Es lebe der Luxus. Willkommen in der Runde, Svetlana Nadel-Bennekemper. Solchen Lebensentwürfen dürften Sie, Peter Ackermann, eher kritisch gegenüberstehen. Als Kind haben Sie Hunger und Armut kennengelernt, waren dann erfolgreicher Wirtschaftsjurist und Unternehmer. Nach dem Verkauf Ihrer Firma haben Sie eine Kinderstiftung gegründet und wollen der Gesellschaft damit etwas zurückgeben. Herzlich willkommen im Nachtcafé, Peter Ackermann. Sie, Katharina Finke, brauchen weder Geld noch Besitz, um glücklich zu sein. Vor 3 Jahren haben Sie Ihre Wohnung aufgelöst, sich von Ihrem Hab und Gut getrennt und leben nun aus 2 Koffern. Ob das im Alltag tatsächlich funktioniert und was Sie glücklich macht, verraten Sie uns hoffentlich heute im Nachtcafé. Katharina Finke. Sie, Dorothea Zeiss, haben ihr Leben lang hart gearbeitet und sind trotzdem vermutlich die in der Runde mit dem wenigsten Geld auf dem Konto. Seit ein paar Monaten sind sie nun im Ruhestand und kommen mit ihrer kleinen Rente kaum über die Runden. Ob sie vielleicht auch mit wenig Geld glücklich sind? Ich freue mich sehr auf Dorothea Zeiss. Was hat Geld überhaupt mit einem glücklichen Leben zu tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Karl-Heinz Ruckriegel. Sie kennen sich als Volkswirt nicht nur mit Zahlen aus, sondern forschen tatsächlich auch in Sachen Glück. Herzlich willkommen, Professor Karl-Heinz Ruckriegel. Und vom Millionär zum Hartz-IV-Empfänger. Das klingt nach einem Leben auf der Achterbahn, Rainer Haas. Wir sind gespannt, wie es zu diesem Absturz kam und welches Leben Sie glücklicher macht. Das mit viel oder das mit wenig Geld? Willkommen im Nachtcafé, Rainer Haas. Herzlich willkommen. So, Herr Ackermann, was macht Sie im Leben glücklich? Schwer zu sagen. Sie denken. Ja, das sei mir gestattet. Glücklich macht zu den verschiedensten Zeiten die verschiedensten Dinge. Wir reden hier über die Frage, ob das Geld dazu gehört. Das kann man vielleicht von der negativen Seite am besten angehen. Geld auf dem Konto macht mit Sicherheit niemals und niemanden glücklich. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Geld als Treibmittel oder als Möglichkeit, Dinge zu verändern, die man ohne Geld nicht verändern könnte, das kann einen sehr glücklich machen. Frau Zeiss, Sie müssen im Moment mit sehr wenig Geld auskommen. Ja. Macht Geld glücklich oder unglücklich? Also ich würde nicht sagen, es macht glücklich, aber es beruhigt. Wenn man weiß, man kann einfach, man muss nicht jeden Pfennig umdrehen. Mhm. Man kann einfach mal losgehen und sagen, oh, da ist jetzt was, das ist toll, das würde ich mir jetzt gern kaufen. Das habe ich nicht die Möglichkeit. Wäre das Geld da, ja, dann würde ich halt schon öfters auch mal was ausgeben. Frau Finke, was glauben Sie, was Frau Bennekemper für eine gute Hautcreme ausgibt? Was wird Lana für eine gute Hautcreme ausgibt? Also was ich schätzen würde? Ja, was schätzen Sie? 50 Euro. 50 Euro? Was ist die gute Creme? Was kostet die gute Creme, die Sie so nutzen? So, ich nutze gute Pflege. Ja, ich bin auch ein bisschen mehr als 30 und deswegen, ich finde, das auch gehört dazu. Sie müssen und, sich gar nicht entschuldigen. Also, okay, gut. Mhm. Ja, ich erkläre nur die Situation. Wenn ich zum Beispiel eine Creme kaufe vom La Prairie, das kostet 500, 600 Euro. Mhm. Und ja, aber das natürlich kann man nutzen, nicht einen Tag oder 2 Tage oder eine Woche, sondern das. So 500, 600 Euro. Wie teuer ist die Creme, die Sie benutzen? Also ich muss sagen, meine ist wahrscheinlich auch noch teurer als der Durchschnitt, weil ich darauf achte, dass sie nicht an Tieren getestet ist, aber kostet wahrscheinlich so
plus minus 10 Euro. Ja, die Labradie, das ist ein bekannter Schweizer Kosmetikunternehmer und für jede Dose, was man kauft, die spenden auch für die für Aber die Sie haben keinen Vertrag Natur. Mit denen, was Sie Nein, nein, so aber ich sage nur, weil Sie machen auch keine Tiere ja, ja. oder Fett oder sowas. Sie haben im letzten Jahr auch ein Bentley geschenkt bekommen. Da sehen wir gleich auch noch ein Foto. War das ein Wunsch von Ihnen oder eine Überraschung zum Geburtstag? Ja, das war teilweise Überraschung, obwohl meine Lebensgefährte, mein Mann, hat mich gefragt, was möchtest du zu meinem Geburtstag? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne eine Bentley haben, aber das war keine da so Geschichte, wo ich habe das mehreres Mal überhauptet und gesagt, nur Bentley, keine andere Geschenk oder so. Aber mal ja? fallen gelassen haben Sie es, ne? Kostet genau. 300.000 Euro. Ja, ich habe das selber nicht bezahlt, ich weiß nicht, wie viel das kostet, ja. aber ja, okay, das war für mich angefertigte Auto, ja, und ich vermute, Bentley ist gerade nicht günstig und ja, das macht Sie. Machen Sie solche Dinge, ein Auto für 300.000 Euro, denn auch glücklich? Mein Reichtum ist unbezahlbar. Das ist meine Kinder und meine Familie. Und mich macht glücklich, wenn meine Kinder lachen. Wenn ich morgen früh aufstehe und ich sehe meine Kinder und die lachen, das macht mich glücklich. Die Geld für mich oder Reichtum für mich, das Freiheit und das Macht. Und natürlich, man hat weniger Sorge, wenn man Geld hat. Aber mit Glück, das hat absolut nichts zu tun. Freiheit und Macht, Sie haben beides erlebt. Sie waren sehr reich, haben aber auch eine Situation erlebt ohne etwas. Verdirbt Geld den Charakter? Herr Haas? Ein Stück weit sicherlich schon. Also es macht zumindest sehr leichtsinnig und sehr fröhlich. Leichtsinnig und fröhlich? Was heißt das genau? Was daran, würden Sie sagen, ist das Verderben? Nee, es kommt ein bisschen fast wie eine Droge vor. Aha. Also ich habe jetzt keine Erfahrung mit Drogen, außer dem fränkischen Bier. Und wenn man davon zu viel hat, dann beginnt man auf dem Eis zu tanzen und also ich habe es gesehen von anderen, die wesentlich besser getanzt haben als ich. Aber vielleicht ist es mir auch einmal passiert, dass ich eine kleine Pirouette gedreht habe im Rausche des Erfolges. Was war der Moment, Herr von Sayn-Wittgenstein, der letzte Glücksmoment, an den Sie sich erinnern? Der war vor 2 Tagen in Wien. Also da hatte ich bei einer Charity-Veranstaltung. Und da muss ich jetzt sagen, gratuliere Herr Ackermann, er hat es genau richtig gesagt. Geld selber macht nicht glücklich, aber bei wohler Überlegung das, was man mit dem Geld machen kann. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Geld den Charakter verdirbt, sondern ich bin sogar der Meinung, dass Geld richtige Charaktereigenschaften hervorbringen kann. Ja. Nur damit wir eine Vorstellung haben, wie hoch ist denn Ihr Vermögen? Das, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Also, kein Überblick? Nein, da gibt es Steuerkanzleien, die das besser wissen. Aber, nur so ungefähr? Es ist, ich bin zufrieden. Okay. Dann legen wir uns nicht auf Zahlen fest, sondern schauen mal in Bilder und tauchen ein in Ihre Welt. Die Welt von Herrn Fürst von Sayn-Wittgenstein. Ja, aber die Bilder Kleinen Moment, sind nicht die einzige Welt. Yachten, Villen, Promenaden. Auf Mallorca leben sie alle, die Schönen, die Reichen und die ganz schön Reichen. Und ihre Welt gefällt. Mitten unter ihnen Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein, der hier gemeinsam mit seiner Frau Andrea ein Prunkstück an Immobilie besitzt. Die Villa Colani ist mehr als nur ihr Zuhause, sie ist ihr ganzer Stolz. Gold und Diamanten schmücken die Villa bis ins kleinste Detail. Hier schwitzt, spielt und wohnt der Fürst persönlich. Von der edlen Designerküche über den extravaganten Salon bis ins glamouröse Schlafzimmer. Die Sayn-Wittgensteins schwelgen nur zu gerne in Glanz und Glitzer. Die Krönung des Ganzen, eine wertvolle Sammlung des Comiczeichners Karl Barks, geistiger Vater eines großen Vorbilds für jeden Millionär, Dagobert Duck. Und den macht bekanntlich nichts auf der Welt glücklicher als Geld. Und ist das so ein bisschen Ihr Vorbild, Dagobert Duck? Also mir gefällt die geschäftliche Kreativität von Dagobert Duck. Mhm. Was ich absolut verabscheue, ist der Geiz von ihm. Aber da hat halt Karl Barks etwas gemacht in den Geschichten, was nicht meinem Geschmack entspricht. Trotzdem, er ist die reichste Ente der Welt, er ist die vermögendste Komikfigur der Welt. Ich bewundere Karl Barks sehr und ich besitze die größte Karl Barks-Sammlung weltweit. Die mir Steven Spielberg und andere von mir kaufen wollen, kriegen die nicht. Die Amerikaner ärgern sich furchtbar, dass ein dicker Europäer die besitzt. Also das ist doch schon mal ein Superlativ. Wenn wir jetzt mal Quartett spielen und Sie sagen, Sie wollen sich nicht auf Zahlen einlassen, müssen Sie ja auch nicht. Aber wie viele Häuser haben Sie so ungefähr? Einige. Ja, ungefähr. Haben Sie die auch nicht im Überblick? Doch, das weiß ich schon. Und wie viel? Ja, in Berlin. Ja. Zweistellig? Ja. Zweistellig. Wie viele Boote?
Eins. Eins? Weil ich keine Zeit habe zum Fischen. Wie viele Frauen? Eine, und das ist das Wichtigste, mein Leben, die liebe ich mehr als mein eigenes Leben. Also das ist jetzt, glaube ich, angekommen. Ja, das musst du mal auch mal klarstellen. Und es ist richtig, wir haben da auch ein Foto, dass Sie eine vergoldete Dusche haben. Ja, nicht vergoldet, Gold, ich hasse Blending, vergoldet ist nur Blending. Also richtig Gold? Ja, lieber Feingold wie kein Gold. und ist das denn eine Dusche, wo Sie auch drunter stehen oder ist die mehr so zum Angucken? Gold ist nicht zum Angeben da. In Asien ist Gold die Farbe des Glücks und des langen Lebens. Mhm. Will ja eigentlich jeder. Ich bin im Sternzeichen des Löwe geboren, ich bin so ein Sonnenjunge. Gold ist halt meine Farbe und Diamanten und solche Sachen. Das liebe ich schon, ja. Also Sie stehen da auch drunter unter dieser richtig Gold. Ich fühle mich jedes Mal, wenn ich mich dusche, 10 Jahre jünger. Macht Gold sexy und Geld auch? Geld, Bekanntheit und Namen machen sexy, aber das interessiert mich nicht, ich habe meine Frau. Würden Sie auch sagen, Geld macht sexy oder reicht? Ja klar, zum Beispiel ein Mann, wenn er erfolgreich ist, ja, mhm, und hat was erreicht am Leben, ja, dann ist es immer mehr und besser sexual bei Frauen ankommt, als ein Mann, der hat nichts. Also ein Loser. Und hat nichts erreicht. Also und das so ist so die Ausstrahlung, genau, dieses Alpha-Tier oder genau, was und ja, die Frau spüren das irgendwie, weil wir Frauen, wir bekommen Kinder und wir brauchen einen starken Mann auf unserer Seite, wer kann uns unterstützen, wer kann für Kinder was anbieten und so weiter. Ja, das ist vom Natur abgestimmt. Wie wichtig ist es für Sie, nicht mit irgendeinem Auto, wir haben den Bentley gesehen, sondern mit einem schönen Auto rumzufahren? So Auto muss nicht nur schön sein, das soll für mich, das soll auch funktionell sein. Ja, wenn ich habe früher, meine Kinder waren klein, ich habe einen riesen Kinderwagen gehabt und was soll ich mit Bentley, wenn das Kinderwagen passt sowieso nicht rein. Ja, so, das war für mich kein Sinn, dieses Auto. Und zu dieser Geburtstag habe ich Bentley bekommen, weil Kinder ein bisschen größer geworden, die haben 2 schöne Kindersitze hinter mir und wir haben Frauenpower, wir fahren durch die Insel, genießen mit schönem Wetter und freuen uns, was wir können, solche Leben leisten. Mhm. Sie geben, glaube ich, so haben Fixkosten von rund 20.000 Euro. Was geben Sie aus? So? Im Monat. Im Monat. Wenn Sie schon abwinken, wie viel haben Sie denn so im Monat? Ja, sagen Sie ruhig, wie viel Sie so ungefähr? Auch nicht wichtig. Aber okay. Ja, ehrlich gesagt, ich zähle nicht, wie viel ich ausgebe, weil ich habe eine Kreditkarte oder mehrere Kreditkarten und die geben aus. Und das geht, wenn es eine Karte funktioniert nicht mehr, dann nehme ich andere und so weiter. Ne? Also kann man sagen, Geld ist Ihnen nicht wichtig, solange Sie sich alles kaufen können, was Sie wollen. Ja, können wir das auch ausdrucken. So. Wo gehen Sie einkaufen, wenn Sie Klamotten einkaufen gehen wollen? Wir reisen sehr viel. Wir leben jetzt zwischen London, Dubai und Mallorca zum Beispiel. Mhm. Sonst bin ich unterwegs sehr gerne in Paris, Mailand. Und da haben wir sehr gute Zürich auch, sehr schöne Stadt zum Einkaufen. Oder überhaupt sehr schöne Stadt. Und wir reisen sehr gerne und sehr viel. Und dann kaufen wir ab und zu auch. Sie mögen wahrscheinlich auch Taschen. Wie viele Frauen. Ja, klar, ja, ich mag Taschen, Schuhe, Autos, Diamanten. Ja, das volle alles, Programm. Alles, ja, so wie das gehört. Das volle Programm. So. Fragen Sie sich denn manchmal so, brauche ich denn eigentlich noch eine Tasche? Das geht nicht um das, brauche ich das oder nein. Ja, man kann sowieso nicht ganze Taschen auf die Welt kaufen. Aber wenn man geht shoppen. Aber man kann es versuchen. aber ja. Sie ist ja nett. Ich wollte mit ihr flirten zu 100%, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich stehe inzwischen bei 30%. Aber ehrlich ist sie, gell? Ja, so. Und dann zurück zum Taschen. Ja, ja, 20%. Ja. So eine Tasche, das ist für eine Frau wie Visitkarte. Ja, ich finde, das ist sehr wichtig. Und eine Frau unbedingt braucht eine Tasche, weil wir Frauen haben solche Sachen, was Männer muss nicht dabei haben, aber wir unbedingt. Frau Finke, ist eine Tasche auch Ihre Visitenkarte? Nein. Nein? Haben Sie denn Verständnis dafür? Nein. Nein? Und wie kommt das bei Ihnen an? Also ich hätte erst mal 2 Fragen. Also einmal, also das müssen ja eigentlich schon mehr Taschen sein, als die man täglich benutzen kann. Also werden dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Taschen werden am Tag benutzt, wäre die eine Frage. Und die zweite,
Machen Sie irgendwas anderes außer einkaufen, während Sie reisen? Ja klar, zum Beispiel ich stehe auf jeden Morgen 7:30 und vorbereite meine Kinder zum Schule. Dann fahre ich die zum Schule, dann komme ich zurück, dann fängt dann mein Alltag. Ich mache jeden Tag Sport, ich muss kümmern mich um viele Sachen und mich rum. Dann hole ich meine Kinder vom Schule, dann meine Kinder haben auch unterschiedliche. Ich meine, wenn Sie reisen, also in ja, Zürich und dann brauche oder Paris? Ich natürlich jeden Tag neue Tasche. Ja, warum nicht auch? Nein, warum? Die Frage ist eher, warum brauchen Sie eine neue Tasche, warum nicht die von gestern? Ja, dann ist die Antwort, warum nicht? Warum nicht neue? Redet uns das auch die Werbung ein bisschen ein, Herr Ruckriegel, dass wenn wir was kaufen, dass uns das dann glücklich macht? Ja, der Punkt ist der, dass die Werbung natürlich hier schon maßgeblich mit dabei ist, hier so ein Verständnis zu vermitteln, dass wenn man sich etwas kauft, dass man dann zufrieden glücklich wird. Aber wir wissen, dass das natürlich nur ganz kurzfristig der Fall ist. Das heißt, wenn Sie ein neues Auto kaufen, 2-3 Wochen, dann haben Sie sich daran gewöhnt, dann denken Sie gar nicht mehr dran, dass es ein neues Auto ist und das ist dann genauso wie vorher. Bloß der Punkt ist natürlich jetzt der, das Entscheidende aus ökonomischer Sicht, ich bin ja auch Volkswirt und die Glücksforschung ist ja auch ein Teil der Volkswirtschaftslehre mittlerweile und zwar ein ganz wichtiger Teil. Der entscheidende Punkt ist ja, wir müssen ja normalerweise dafür etwas aufgeben. Wir haben 24 Stunden, so vereinfacht gesagt, und die Frage ist, wie verwende ich die Zeit? Und wenn ich natürlich jetzt zu viel Zeit verwenden muss, um mir das Geld zu besorgen, um dann entsprechend aufwendig einen materiellen Lebensstil pflegen zu können, dann habe ich die Zeit nicht, um beispielsweise die Sachen, die wirklich wichtig sind, gelingende soziale Kontakte oder etwas tun, was ich gerne mache, was mich befriedigt, ja, das zu machen. Frau Zeiss, wir waren ja bei der Werbung. Wenn Sie das sehen und jetzt einfach nicht viel Geld zur Verfügung haben im Moment und Ihnen wird aber andauernd gezeigt, was man alles kaufen kann und wie glücklich einen das macht, schalten Sie das aus oder wie gehen Sie damit um? Das stört mich nicht. Ich kann da gut damit umgehen. Und ich bin auch zufrieden, so wie es jetzt momentan ist. Ich bin viel, viel glücklicher. Ich weiß, okay, gesundheitlich geht es mir jetzt gerade besser. Mhm. Ich weiß, meine Kinder geht es gut, die sind versorgt. Und das macht mich glücklich und zufrieden. Sie haben ja gesagt, was Sie glücklich macht, ne? Und dass es Sie durchaus auch teilweise glücklich macht, wenn man was Neues bekommt und dass Sie diese Freiheit spüren. Wie lange hält das an? Also Sie kaufen? Die Glückgefühle. Ja. So, ich bin so ein Mensch, wer braucht immer was Neues. Ja? Ich meine nicht zum Einkaufen, sondern überhaupt zum Erleben. Ich mag zum Beispiel Museum auch oder Theater oder Oper. Und ich bin so eine Person, verständlich muss was erleben am Leben. Ich bin keine Stillperson, wer sitzt sich zu Hause vor dem Fernseher und den ganzen Tag oder vor dem Computer. Und dadurch, mich macht glücklich jede Aktivität, was befriedigt mich. Ja, ob das Einkaufen, ob das zum Theaterbesuch oder Museumbesuch oder was anderes, das ist keine Unterschied. Also eins muss ich schon zur Ehrenrettung der Taschen sagen, weil es klingt ein bisschen blöd, hat aber doch einen interessanten Hintergrund. Auch Dagobert Duck hätte Taschen gekauft. Jetzt sind so viele Firmennamen genannt worden, jetzt sage ich auch mal einen Hermes. Wenn man eine Hermes-Tasche für 8.000 Euro hat, kann man die für 14.000 verkaufen. Ja, und auch für 200.000. Aber ist egal. Die steigen im Preis. Es gibt tatsächlich Damenhandtaschen, ich hätte es auch nicht geglaubt, bevor ich es nicht erlebt hätte, die im Preis steigen. Und wenn man die sammelt, hat man auch eine gute Wertanlage in der heutigen Zeit. Ja, das ist die bekannte Grayscale-Tasche. Ja, also in Wirklichkeit ist das gut. Ja, das muss man bestellen und warten ein paar Jahre, bevor man überhaupt diese Tasche bekommt. Oder man hat Beziehungen. Funktioniert das mit Schuhen auch? Schuhe kenne ich keine als Wertanlage, aber ich kenne Autos als Wertanlage und ich kenne Taschen als Wertanlage. Und wie viele Taschen haben Sie? Etliche. Ja, das freut mich. Kaufen Sie auch die Taschen? Ich kaufe die Taschen auch, ja. Aber natürlich jetzt nicht in dem exzessiven Vorgang. Nein, es sind Geldanlagen. Hallo, 8.000 zahlen, 14.000 kann man es verkaufen. Lege ich in den Schrank rein, stehen die in Reihe und Glied wie die Soldaten. Passt prima. Herr von Sayn-Wittgenstein, Sie haben sich ja jetzt genau wie Sie, Svetlana, an den Lebensstil auch gewöhnt. Kämen Sie jetzt noch mit, sagen wir mal, 2.000 Euro im Monat klar? Ohne Geld aus. Ich habe das auch gemacht, sogar mal in einer Fernsehsendung, eine ganze Woche mit 76 Euro ausgekommen, hat prima funktioniert, ohne Fake, ohne Geskripte. Für eine Woche?
Ja, was natürlich haben Sie für eine. Darf ich fragen? So eine Sendung Secret Millionär. Nee, nee, da habe ich schon gearbeitet. Eine Woche zu Hause gesessen. Nee, nee, ist schon gut. Aber nein, ich kenne mich sofort aus. Ich war ja auch jung und hatte nichts. Ich habe ja wirklich mit null angefangen. Und eins, wenn es ums Geld geht, muss ich sagen: Meine Frau und ich haben sehr viele Bekannte, darunter viele, viele oder drastisch viele, die viel reicher sind wie ich. Das sind teilweise die unglücklichsten Familien. Was mir beweist, das Geld alleine macht nicht glücklich. Und ich kenne Leute, die überhaupt nichts haben, so wie meine liebe Nachbarin zur Rechten. Und die sind sowas von glücklich und herzlich und lachen den ganzen Tag. Also mit dem Geld kann es alleine nichts zu tun haben. Ich selber vertraue auch nur Sachwerten. Ich vertraue kein Geld in den Wirtschaftskrisen. Also das ist ein Stück Papier. Das ist ein Versprechen und Versprechen kann man brechen. Sie haben ja schon gesagt, Sie kommen aus bescheidenen Verhältnissen. Sie sind in einem sozialen Brennpunkt groß geworden, bei Ihrer Großmutter aufgewachsen, bei der Sie dann auch gelebt haben. Ja. Sie war Putzfrau. Sie haben auch gesagt, Sie wollten schon als Kind Millionär werden. Wie sah denn die Kindheitsfantasie aus? Ja gut, das ist natürlich durch die Umgebung geprägt worden. Ich war in so einem, man sagt bei uns, Glasscherbenviertel früher. Das war also eine schlimme Kindheit. Ich war in der Schule nie fleißig, aber in den Augen meiner Mitkollegen oder Schulkameraden vielleicht ein bisschen intelligent, was zur Folge hatte, dass ich immer geprügelt wurde jeden Tag. Ja. Wenn ich zum Fußballplatz zum Spielen gegangen bin, zack, hatte ich schon wieder Prügel und so. Und da habe ich mir gedacht, aus so einem Milieu muss ich raus, da muss ich kämpfen dafür. Und da wollte ich eben Millionär werden. Das war so ein Wunsch, okay. Und meine Mutter war Putzfrau bei einer Metzgerei, die hatte auch wenig Geld. Mein Taschengeld war damals roundabout 20 Pfennig oder so im Monat. Also das waren die Zeiten. Und die habe ich durchgemacht. Und ich bin dann schon mit 16, 17 bin ich dann schon. Da wurden Sie ja auch adoptiert dann. Richtig, da hat Ihre Oma ja auch den Fürst von Sayn-Wittgenstein, ich glaube sogar in der Metzgerei kennengelernt. Richtig, genau so. Beruflich haben Sie dann als Versicherungskaufmann begonnen. Sie haben eine eigene Agentur gehabt. Sie waren Auktionator, Immobilienmakler. Würden Sie sagen, dass der Adelstitel geholfen hat? Natürlich hat der geholfen. Reich zu werden? Der Name, der hat die Türen geöffnet. Aber tanzen musste ich selber. Ich meine, wenn man dann keine Leistung bringt, wenn man in der Tür drin ist, dann ist man auch mit dem Namen ein Vollidiot. Das heißt, ich bin zwar an Chefsekretärinnen leichter vorbeigekommen, den Chef musste ich dann immer selber überzeugen. Nur ich habe immer versucht, alles effizienter zu machen. Wahrscheinlich wie der Herr Ackermann auch. Und das sieht auch der Professor wahrscheinlich nicht anders. Wenn ich Versicherungen gemacht habe, da haben alle Leute Lebensversicherungen verkauft. Immer einen Vertrag. Da bei einer Privatperson 3-4 Stunden Zeitaufwand. Ich habe halt betriebliche Altersversorgungen verkauft, eine Firma, 30 Verträge und das Ganze in einer Stunde, weil eben der Chef keine Zeit hatte. Da hat man mehr verdient, ich habe es versucht, effizienter zu machen. Waren Sie gierig nach Erfolg? Ich war nicht gierig nach Geld, ich war gierig nach Erfolg, ich wollte immer der Beste sein. Das hat mich damals getrieben und es war ein positiver Trieb. Ich verstehe das auch nicht in Deutschland mit Neid, schwarzer Neid, weißer Neid. In Deutschland gibt es den schwarzen Neid. Wenn einer Vermögen hat, oh, das ist ja heute schon fast eine Straftat. Hat, ein Vermögen zu haben. In Amerika ist der weiße Neid. Das heißt, wenn einer ein Bentley fährt oder ein Rolls-Royce oder große Villen hat, dann finden die das geil, das will ich auch haben, was muss ich tun, um das zu erreichen? Wann ist jemand reich nach Ihrer? Wenn er komplett frei von jeglichen ökonomischen Zwängen ist, wenn er sich eigentlich das kaufen kann, was er will, es sei denn, er hat verrückte Vorstellungen, will New York kaufen oder Rom oder München, das geht nicht, aber ansonsten, wenn er wirklich frei ist. Und wenn er aufstehen kann, wann er will, und wenn er tun kann und lassen kann, was immer er will. Wenn er 100.000 ist Euro er nicht im reicht. Monat ausgibt. Ja, dann ist er schon ist gut situiert, sagen wir mal. Frau Zeiss, was würden Sie sagen? Wann ist jemand reich, nach Ihrem Empfinden? Also ich gucke das von einer ganz anderen Seite an. Mhm. Gerade weil, wenn man die finanzielle Möglichkeiten nicht hat, dann gibt es auch noch einen anderen Reichtum. Yes. Und das ist der Reichtum, den ich da drin habe. Und wie ich auch dann mit anderen Menschen umgehe. Das ist für mich der Reichtum. Was wäre für Sie so eine Schwelle, dass Sie sagen, jemand ist reich, Frau Finke? Also da ist halt die Frage auch genau. Also ich würde die Differenzierung auch machen zwischen Reichtum monetär oder halt Reichtum. Also was für mich hat Reichtum auch nichts mit finanziellen Mitteln zu tun. Deswegen habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, welcher Betrag X das jetzt wäre. Aber für mich ist Reichtum ähnlich wie bei ihr. Hat es sehr viel mit menschlichen Werten zu tun und für mich persönlich auch sehr viel mit ganz vielen neuen Dingen kennenlernen, andere sich anderen Dingen öffnen, Kulturen kennenlernen. Deswegen ist zum Beispiel Reisen ein ganz entscheidender Faktor für mich. Auch Geld dafür. Ja, ich sage auch nicht, dass ich kein Geld brauche.
Sie sind, haben auch ein Vermögen sich erwirtschaftet über all die Jahre. Was hat Sie angetrieben? Waren das auch solche Dinge, die wir gerade gehört haben? Häuser, Luxus? Was war Ihr Antrieb? Nee, also mit dem Luxus habe ich es nicht so. Mhm. Und mit den Häusern eben auch nicht. Aber das ist auch nicht so das Wesentliche. Die Frage, wann jemand sich selbst für reich hält, die soll ja hier beantwortet werden in der Relation zum Geld. Nicht? Mhm. Macht Geld glücklich, aber ja, das ist ja das Thema. Und ich glaube, dass eines richtig ist, was Herr Wittgenstein sagt, wenn man von den täglichen Sorgen befreit ist, eben mehr tun kann, als nur für das Überleben seiner eigenen Brut beispielsweise sorgen zu können. Manchmal sehr knapp, aber immerhin. Sondern wenn es darüber hinausgeht und man die Freiheit hat, etwas zu tun, was nicht selbstbezogen ist. Als allererstes ernährt sich jeder, das ist unsere Überlebensstrategie, selbst und seine Brut oder als allererstes seine Nachkommen und dann sich selbst. Und danach sind die anderen dran. Und in dem Augenblick, wo man die Freiheit hat, dass die anderen dran sind, dann ist man wohl reich. Da hat man nämlich so viel Geld, dass man teilen kann. Wir haben einiges über das Leben erfahren von Herrn von Sayn-Wittgenstein, auch von Svetlana. Beschreiben Sie mal Ihres. Wie leben Sie? Leben Sie in einer Villa? Leisten könnten Sie es sich wahrscheinlich. Wenn Sie fliegen, fliegen Sie erster Klasse oder Holzklasse? Was sind Ihre Prioritäten? Wie leben Sie? Also die Holzklasse ist nicht mehr aus Holz. Das ist man kann da ganz vernünftig sitzen. Und da sitze ich auch typischerweise. Mhm. Wobei, wenn wir hier schon mal über das Glück reden, abgegradet zu werden in die Business Class und da zu sitzen, obwohl man das Ticket für die, wie Sie sagen, Holzklasse bezahlt hat und der Nachbar hat das Fünffache bezahlt, der Mann im Nadelstreifen nebenan, das kann Glück sein. Aber zu Ihrer Frage, was ich so mache, ja Gott, mit meiner wunderbaren Frau und noch einem ihrer vier Kinder, dem jüngsten, wohnen wir in einer wunderschönen Mietwohnung am Paul-Linke-Ufer in Berlin mit Blick auf den Landwehrkanal. Die Villa, von der Sie sprachen, die habe ich auch mal gehabt, die gehört inzwischen der Kreuzberger Kinderstiftung. Da hat sie ihr Büro, übrigens wir auch unsere. Und da, das ist eine sehr schöne Villa von 1890, die gehört aber inzwischen der Stiftung und wird auch viele Jahrzehnte, nachdem wir längst auf der rosa Wolke sitzen, der noch gehören. Also ich verstehe, ich weiß, was eine Villa ist und ich weiß, wie schön es ist, relativ ungestört leben zu können. Ich bin aufgewachsen in einer allerdings kriegszerstörten Villa in Berlin oder die wurde dann wieder aufgebaut. Aber das ist doch nicht das Wesentliche. Klar ist es wichtig, dass man nicht von einer angehenden Opernsängerin jeden Tag gestört wird, die über einem übt. Das kann ziemlich nervig sein und dann denkt man ans Umziehen, nicht? Wenn man in einer Mietwohnung wohnt wie ich. Aber das ist hier nicht der Fall und deswegen ist das alles relativ irrelevant. Sie haben gerade mal kurz die Kriegszeit erwähnt. Sie haben auch etwas erlebt, nämlich kein Geld zu haben, nicht zu wissen, was jetzt als nächstes zu essen da ist. Man sagt so leicht, das prägt. Ist es so? Hat Sie das geprägt? Also das ist wohl ziemlich sicher so. Ich bin ja wahrscheinlich der Alterspräsident hier. Ich bin geboren, als der Krieg noch nicht losgegangen war. Und war 6, als er zu Ende war. Und alles, was dazwischen war, habe ich sehr bewusst erlebt. Mhm. Und wenn Sie in einem Luftschutzkeller mal gesessen haben, in einem Haus, über dem eine Luftmine losgeht oder losgegangen ist und Sie kommen lebendig aus dem Ding raus und genau an der obersten Treppenstufe ist dann nichts mehr, das prägt. Das kann man so sagen. Und in welchen Situationen merken Sie heute noch, dass das alles nachwirkt? Wenn Sie die Zeitung aufschlagen und sehen, dass ein paar hundert Kilometer entfernt von wo wir in Saus und Braus leben, oder mehr oder minder, dass da exakt die Situation herrscht, die wir für unser eigenes Leben längst in die Schublade des großzügigen Vergessens gesteckt haben. Und die findet jeden Tag in unseren Nachbarn Völkern statt und das erinnert einen. Keine Frage. Sie haben lange als Rechtsanwalt in Berlin gearbeitet. Ja. Wodurch haben Sie das Geld erwirtschaftet? Allein durch diesen Beruf oder kamen noch andere Faktoren dazu? Da muss man zum einen sagen, wenn man, das gilt aber für viele Berufe und für viele Situationen, wenn Sie zur richtigen Zeit mit der richtigen Ausbildung an der richtigen Stelle
und nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, die Chance haben zu arbeiten, dann müssen sie es eigentlich schaffen. Und für Berlin, Berlin-West, waren die 70er und 80er Jahre geradezu ein Eldorado für unternehmerisch orientierte Anwälte. Da wurden Honorare verdient. Ich würde sie heute beinahe als obszön bezeichnen. Es war jedenfalls sehr viel. Das ergab sich aus der Gebührenordnung. Das war halt so. Aber Sie haben auch einfach Glück gehabt, mit Ihrer Kompetenz am richtigen Ort gewesen zu sein. Selbstverständlich. Denn der Jurist, der keine 400 Meter von unserem, beim Elternhaus in Nikolassee, wo nämlich die Mauer hinterher stand, der das Gleiche gelernt hat wie ich, der genauso alt war wie ich, der vielleicht genauso den Vater im Krieg verloren hat und mit den gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen nach dem Krieg aufgewachsen ist, der ist Diplomjurist der DDR geworden und hat immerhin dann noch weitere 40 Jahre gewartet, bis er überhaupt erst in die Lage versetzt wurde, an unserer Lebensart teilzunehmen. Und der hat natürlich kein Vermögen. Und der macht aber letzten Endes, kann man sagen, das Glück, was man gehabt hat und nicht die eigene Leistung. Das ist doch gerade so lächerlich, der Diplomjurist von nebenan, der bringt doch die gleiche Leistung, nur die wird dort anders bezahlt gewesen sein. Und zwar wesentlich, also ganz deutlich weniger. Das heißt, die Vorstellung, die bei den reichen Leuten ja sehr oft sehr manifest zum Ausdruck kommt, dass sie das im wahrsten Sinne verdient hätten, ich will über die Frage des Dienens gar nicht reden, die in dem Wort steckt, sondern dass sie verdient haben, was sie haben. Das halte ich für eine absolute Chimäre. Also Sie haben es nicht verdient? Sie haben es verdient. Ich finde, jeder, der etwas im Leben geleistet hat, zur richtigen Zeit das Richtige gemacht hat, hat auch das verdient, was er besitzt. Mal langsam. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, ich bin ja nicht ganz fertig gewesen. Die Tatsache, dass man an einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Gesellschaft, in dieser nämlich zum Beispiel, in der man solche Häuser kaufen und verkaufen kann, von denen Sie reden. Das ist doch keine Sache, die auf die eigene Kraft oder die eigene Leistungsfähigkeit, noch viel weniger auf die eigene Klugheit zurückgeht, sondern auf die Tatsache, dass man in einem Leben, in einer Gesellschaft mehr oder minder zufällig hineingekommen ist. Das ist, ist doch kein Verdienst. Sie haben zur richtigen Zeit das Richtige gemacht, haben Sie gesagt. Natürlich. Und genau das machen aber Unternehmer, die erfolgreich sind, auch. Dann lassen wir erstmal Herrn Ackermann den Gedanken zu Ende aus. Der Gedanke ist der, dass wir doch tatsächlich, Sie müssen sich nur vor Augen halten. Stellen Sie sich vor, es wird plötzlich, ist Berlin in zwei Teile geteilt. Über Nacht steht eine Mauer. Die Leute, die zufällig auf der einen Seite sind, das ist ein reiner Zufall. Warum haben meine Eltern, als ich noch in Statu Nascendi war, ein Haus erworben, ein kleines Grundstück erworben in Nikolassee, was später Westen wurde und nicht, was damals übrigens in Rede stand, in Pankow, wo man auch ein kleines Grundstück hätte kaufen wollen. Das hätte mein Leben so nachhaltig verändert, dass ich mit Sicherheit heute nicht hier sitzen würde. Das ist ein reiner Zufall. Und wenn wir uns einbilden, dass das, was wir im Ergebnis haben, wir alle, die wir hier sitzen, uns geht es mit Sicherheit besser als den meisten, allen Leuten auf der Welt, dass das, was wir haben, unser eigenes im wahrsten Sinne des Wortes Verdienst ist. Wir haben dazu beigetragen. Wir haben die Chancen nicht ausgeschlagen, die sich uns gegeben haben. Aber die Chancen kamen von außen. Das mag bei Ihnen als Jurist. Nur noch eine Frage zum Schluss. Man merkt, dass Sie heute andere Werte haben als Geld. Gab es denn mal eine Zeit in Ihrer Karriere, als Sie schon auch gesagt haben, mir ist es wichtig, welche Zahl da jetzt auf dem Bankkonto steht? Naja, wenn Sie ein Anwaltsbüro führen mit 30 Angestellten, dann müssen Sie auf dem Konto immer so viel haben, dass Sie am Monatsende Löhne zahlen können, nicht die Gehälter zahlen können und die Miete zahlen können. Das ist schon mal so wichtig. Sie gucken Ihr Bankkonto an, Ihr Betriebskonto und gucken mal, wie das kalibriert ist, wie viel Sie Ihren Mitarbeitern an Bonifikationen zahlen können, was die Partner verdienen können. Insofern haben Sie natürlich recht, es ist ein betriebswirtschaftliches Unternehmen. Aber auch als Kriterium für Erfolg? Nee, als Maßstab vielleicht. Mhm. Als Maßstab ja, aber als Maßstab ist sicher was anderes. Macht mich das glücklich oder nehme ich es zum Maßstab dafür, was im Vergleich zu anderen Kanzleien bei mir angekommen ist oder woanders? Aber dass das ein Glücksgefühl auslöst, da meine ich eigentlich nicht, sondern es löst aus, das Gefühl, möglicherweise etwas ein bisschen richtiger gemacht zu haben als andere. Und nochmal, was macht Sie glücklich, was mit Geld gar nichts zu tun hat? Sitzt hinter mir. Ah. Die Lebensgefährtin. Frau Finke, es gab einen Schlüsselmoment, da waren Sie so Mitte 20, eine Beziehung ist zu Ende gegangen, die Wohnung musste aufgelöst werden und was ist dann passiert? Dann habe ich alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt besessen habe, also mehr oder weniger verkauft. Also der Schlüsselmoment
war nicht, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist, dass ich die Sachen verkauft habe, so, dass ich nichts mehr damit zu tun haben wollte, sondern es war einfach so, dass ich durch, ich bin Journalistin, durch Recherchen, bin sehr bildhafter Mensch, durch Bilder, die ich auf diesen Recherchen erlebt habe, Menschen, denen ich begegnet bin, gesehen habe, dass es also auch andere Werte gibt, die für mich sehr wichtig sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was auf dem Bankkonto steht. Und die auch überhaupt nichts damit zu tun haben, was in meiner Wohnung steht. Und weil ich viel gereist bin, war ich in dieser Wohnung auch öfters nicht und habe halt einfach gemerkt, dass ich nichts dort vermisse. Und habe mich dann entschlossen, also ich hätte die Sachen natürlich auch alle irgendwo in einen Container einschließen können oder so. Das hatte bei mir natürlich auch einen ganz pragmatischen, praktischen Grund, weil ich die nicht, wenn ich viel unterwegs bin, immer mitnehme. Okay, ich könnte auch sagen, ich hätte auch gern 12 Häuser überall, wo ich bin, mal eins so. Aber habe mich dann entschlossen, das wegzugeben. Und habe es wirklich irgendwie verkauft, verschenkt, gespendet und habe das, was, ja, also das Wichtigste war natürlich das, was in den Flieger passt. Und weil es dann in verschiedenen Regionen unterschiedlich kalt ist, halt einfach noch ein bisschen was behalten. Ja, genau. Was haben Sie behalten? Genau. Also ich habe eine Kiste behalten mit Erinnerungsstücken, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, dadurch, dass es jetzt schon ein paar Jahre her ist, ich gar nicht mehr weiß genau, was drin ist. Aber das sind, also ich weiß es ungefähr, das sind halt Kinderfotos, weiß ich nicht, erste Liebesbriefe, also wirklich irgendwie Sachen, die jetzt auch materiell nicht wieder gekauft werden könnten. Dann habe ich noch meinen Tennisschläger, dann habe ich ein Rennrad, was ich auf dem Flohmarkt in Harlem in New York gekauft habe, an dem ich sehr hänge, das ständig, ständig repariert wird, aber, genau, da ist es. Oh ja. Und genau, und dann habe ich sonst eigentlich zwei Koffer, also wie gesagt, also immer ein Reisegepäck, ein Koffer, eine große Reisetasche, die in den Flieger passen und halt bei meinen Eltern steht auch noch, die nennen das immer liebevoll Betonklotz, weil es so schwer ist, alles reingestopft, was sonst noch irgendwie so da ist und genau. Und wofür geben Sie heute Geld aus und wofür nicht, ganz bewusst nicht mehr? Also ganz bewusst nicht mehr gebe ich Geld für Möbel aus, weil ich keine Wohnung habe. Mhm. Ganz bewusst Geld gebe ich aus für Essen. Da gebe ich wahrscheinlich sogar am meisten Geld für aus, weil ich auch durch persönliche Erfahrung erlebt habe, irgendwie, wie wichtig das ist. Und auch für den gesamten Planeten, ohne jetzt irgendwie so total als Umweltaktivist drüber kommen zu wollen. Aber nicht nur also für den Planeten, für uns selbst, für mich persönlich auch einfach. Deswegen würde ich sagen, ist Essen der größte Faktor. Aber das muss, also da geht es auch nicht darum, dass es irgendwie der Gourmet-Senf ist, sondern geht es eher darum, wo kommt der her? Irgendwie sind dafür irgendwie Tiere gestorben oder wie wurde das angebaut? Also auch um die Lebensbedingungen anderer in dem Fall. Und wie viel brauchen Sie zum Leben und wie viel haben Sie dann monatlich? Im Sinne von Geld jetzt? Ja, vom Geld. Mhm. Also das kann man so pauschal nicht sagen, weil ich halt immer an unterschiedlichen Orten lebe. Mhm. Aber wenn man vielleicht so ein, weil wie gesagt, die Lebenshaltungskosten in Berlin oder Lissabon oder New York sind sehr unterschiedlich. Wenn man so einen Durchschnittswert nimmt, dann vielleicht, sag ich mal, wenn ich jetzt 1.000 Euro habe, dann ist alles okay und dann geht es mir schon gut. Ich könnte aber wahrscheinlich auch schon mit weniger auskommen. Waren Sie immer eine bescheidene Konsumentin oder haben Sie es früher auch mal, vielleicht nicht ganz so, aber auch mal Konsum krachen lassen? Also es gab auch andere Zeiten, als ich ein Teenager war, da können Ihnen meine Eltern bestimmt gut von erzählen oder meine Freunde damals, war ich unheimlich Shopping Queen, habe ganz viel eingekauft, Freunde haben sich viel geliehen, ich hatte einen riesen Kleiderschrank und so. Und ehrlich gesagt, jetzt ist es auch so, also für mich ist es auch, das ist wirklich so eine Fehlinvestition von Zeit. Also ich finde, klar muss ich mir auch manchmal Klamotten kaufen und das mache ich dann auch gerne, weil es auch was Besonderes für mich ist und weil es auch eine ganz neue Erfahrung ist, sich eine Hose zu kaufen, weil sie kaputt ist oder sie reparieren zu lassen, weil sie durchgelaufen ist, als ich einfach so, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was man mit so vielen Handtaschen machen soll oder Hosen oder das könnte man ja beliebig ersetzen. Und ich mich frage echt, also wie ich früher darauf kam, irgendwie so viel Zeit zu investieren, in diese Läden zu gehen, mich irgendwie so reizüberfluten zu lassen. Also das kann ich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht können wir Sie nach der Sendung dann noch weiterreden lassen. aber was macht Sie denn glücklich, wenn Sie jetzt mal, Sie haben das Reisen schon angesprochen als ein Teil, ja? Jetzt, wir merken, Geld ist es nicht. Was macht Sie denn glücklich? Was füllt Sie aus? Was gibt Ihnen Glück? Die Menschen, die mich umgeben oder die in meinem Leben sind, zu sehen, also Herausforderungen zu sehen oder andere Menschen vor allem auch glücklich zu sehen, dass sich Menschen engagieren gegen die irgendwie nach wie vor wirklich nicht schönen Zustände überall auf der Welt.
Ja, also ich würde sagen, das macht mich glücklich. Und Sie haben es gerade schon mal angedeutet, Sie sind Journalistin, Sie arbeiten auch viel, muss man dazu sagen. Es wird aber nicht immer viel bezahlt. Sie sind auch international überwegs, waren auf vielen Reisen, auch in Ländern, wo Menschen leben, denen es nicht gut geht. Wie hat das Ihre Einstellung auf Geld, auf Glück verändert? Also auf jeden Fall sehr stark, weil das klang ja vorhin schon mal an, dass wenn man Menschen sieht, die nicht, also wirklich eigentlich, also mit uns verglichen, auch mit 1000 Euro verglichen, nichts haben, ja, also die von weniger als 1 Euro am Tag leben oder so, und glücklich sind, also daran sieht man ja auch irgendwie, das Glück muss woanders herkommen, und auch zu sehen irgendwie, also ich kann das halt nicht quasi, das alles so für mich zu behalten, wenn ich sehe, dass irgendwie woanders Leute leiden. Klar weiß ich aber zum Beispiel auch, dass ich jetzt nicht sagen muss, okay, mir muss es total schlecht gehen, weil es den anderen Menschen schlecht geht, weil das bringt denen irgendwie auch nichts. Aber einfach zu sehen, also so wie wirklich auch in unterschiedlichsten irgendwie Kulturkreisen oder so Glück anders definiert wird, wie das sehr viel zwischenmenschlich ist, wie das irgendwie Erfahrungen sind, die bereichern, die man keinem nehmen kann. Ich meine, wenn das Haus mit den Hermes-Taschen ausgeraubt wird, dann sind sie weg. So, ja? Also dann, wenn, also bei mir ist es irgendwie so, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste ich eine Gehirnerschütterung haben oder also wirklich komplette Erinnerungsverlust. Aber selbst dann, wenn meine Erinnerung etwas sehr, sehr schade wäre, weil ich da die sehr kostbar finde. Aber trotzdem hätte ich noch die Menschen, die mich umgeben. So. Ja. Sie leben jetzt seit einigen Jahren schon so ohne festen Wohnsitz, mal zur Untermiete, mal sind Sie mal kurz bei Freunden so. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, glauben Sie, dass das so ein Zustand ist, der bleibt, oder spüren Sie schon so ein Bedürfnis, mal wirklich einen eigenen Ort doch zu haben, wie der auch immer aussieht? Spüren Sie die Tendenz zur Veränderung? Also ich würde es gar nicht als Tendenz der Veränderung, aber ich spüre schon, auch weil ich gerne Familie haben möchte und dem möchte ich irgendwie nicht zumuten, immer den Ort zu wechseln, dass ich schon gerne Basis haben muss, aber das muss auch keine Villa sein, das wird wahrscheinlich auch eher eine Mietwohnung sein und das auch wirklich eher so als Basis sehen, und die muss auch nicht extra, also überhaupt nicht extravagant ausgestattet sein, sondern da geht es mir auch wirklich darum, dass die Sachen, die dann in dieser Wohnung sind, also vielleicht ich sogar selbst mache, oder ich habe Freunde, die irgendwie nachhaltige Designer sind, dass wir das gemeinsam entwickeln, weil ich meine zum Beispiel auch fast alle Dinge, oder vielleicht nicht fast alle Dinge, aber viele Dinge, die ich besitze, auch wirklich, auch wenn es materielle Dinge sind, einen immateriellen Wert haben. Und das finde ich halt schön, also deswegen könnte ich mir, also es ist auch überhaupt nicht so austauschbar, ich finde halt, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie 500 Millionen Taschen hat, dann ist es doch total austauschbar. Also und wenn ich jetzt eine Tasche habe oder keine Ahnung, ich habe zum Beispiel diesen Ring von meiner Großmutter, die gestorben ist, den sie immer getragen hat, also ich brauche keinen anderen Ring so. Und das hat für mich einen viel größeren Wert als, und es ist mir egal, wie viel der gekostet hat, der könnte auch ein Kaugummiautomat sein so. Wenn Sie sagen, ja. Wenn Sie sagen, Sie denken auch an Familie, dann kann es natürlich da auch noch mal spannend werden. Also ich habe einen Sohn, der ist 5, und so die Konsumerwartungen, die da auch von außen rangetragen werden, ich glaube, das wird eine spannende Phase. Also das glaube ich auch, wird sehr spannend. Aber da ist es zum Beispiel auch nicht so, also auch in meinem Freundeskreis oder Umfeld oder so, dass ich die jetzt missionieren will und meine Kinder auch nicht. Also da ist es wirklich dann der Dialog oder die Auseinandersetzung. Und ich meine, klar, also jeder ist halt diesen Reizen ausgesetzt. Und die Kinder, also kann ich mir vorstellen, der Sohn oder meine Kinder werden es dann auch sein. Und das wird spannend. Also was dann, wie die Frei, also ich will denen Freiräume geben, aber was dann am Ende dabei rauskommt, ja. Ich glaube, wir können alle nur sagen, alles Gute und viel Glück auf diesem Weg. Dankeschön. Vielen Dank schon mal, Frau Schulte. Herr Ruckriegel. Sie zeigen schon seit langem, Sie möchten was loswerden. Ja, es ist natürlich interessant, jetzt wenn man die Lebensentwürfe so anschaut, dann kann man ja sagen, es kommt ja letztlich an auf die Ziele, die man sich setzt im Leben. Und wir wissen, also um sich bewerten zu können, also wie bin ich auf dem Weg, bin ich zufrieden oder nicht. Und wir wissen jetzt aus Untersuchungen, dass es hier Unterschiede in den Zielen gibt. Es gibt Ziele, die sehr zielführend sind, und welche, die weniger zielführend sind, um zufrieden, glücklich zu sein. Zielführend sind Ziele wie persönliches Wachstum, zwischenmenschliche Beziehungen, Beiträge zur Gesellschaft, weil diese Ziele unsere psychischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Zugehörigkeit und Kompetenz am besten befriedigen. Und weniger zielführend sind Ziele wie Geld, Schönheit, Popularität. Also wenn man das als Ziel verfolgt. Ja? Und daher ist es natürlich schon wichtig, dass man sagt, okay, man kann jetzt bestimmte Ziele angehen, und man muss jetzt nicht, wie immer das auch definiert ist, reich sein, um letztlich beispielsweise anderen Menschen zu helfen. Man kann ja auch Zeit spenden.
Aber wenn wir beim anderen geben sind, Sie haben 2004 Ihr Unternehmen verkauft, sind seitdem, wie gesagt, im Ruhestand und haben in Berlin die Kreuzberger Kinderstiftung gegründet. Aber macht es Sie ein Stück auch glücklich, etwas Sinnvolles dann mit Ihrem Vermögen zu tun? Ist das so das Glück des Gebenden? Ich darf Ihnen einfach ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wir fördern junge Menschen, 16 Jahre alt, die mit der mittleren Reife, das heißt ohne Zugang zum Abitur und zum Studium von der Schule abgehen und die typischerweise nicht die Chance haben, die Gymnasiasten meistens eingeräumt ist, nämlich ein Gap Year oder ein Auslandsjahr oder irgendwas das anschließend zu machen, Work and Travel oder irgend sowas. Das ist für die Mittelschüler unerreichbar. Das versuchen wir ihnen zu geben. Das heißt, sie kriegen von uns ein Stipendium, mit dem sie ein Jahr lang bei einer Familie, dann anschließend in einer Schule oder in einem Betrieb im Ausland, in 40 verschiedenen Ländern der Erde, sich ein Jahr aufhalten können und auf diese Art und Weise Selbstbewusstsein lernen können, zu sich selbst finden können und auch ihren Berufsweg vielleicht definieren können. Und wenn sie die zurückkommen sehen oder wenn sie sie losfahren sehen, wenn sie ihre Stipendienurkunden überreicht bekommen, dann sehen sie in Gesichter, das klang vorhin bei Ihnen an, da sehen sie in Gesichter, die sie nicht nur, und das sage ich allen Ernstes, trotz meines fortgeschrittenen Alters zu Tränen rühren, sondern sie sehen in Gesichter, wo sie sagen, das ist überhaupt die ultimative Vorstellung von Glück, weil sie nicht im Sinne von Macht, wie Sie vorhin gesagt haben. Das ist was anderes. Sie geben Möglichkeit, nein, lassen mich, ich wollte es nur erwähnen, weil Geld und Macht eine Liaison sind, die Sie vorhin erwähnt haben, auf die ich noch eingehen wollte, die ich nicht so prickelnd finde, sondern dass Sie die Möglichkeit haben, an einer Stelle zu wirken, wo sonst das, was Sie hier erreichen, nicht erreicht werden könnte. Und wenn Sie das sehen, das macht glücklich. Eine Nachfrage noch. Eine Nachfrage ich auch noch. Sie haben. Es geht ja noch weiter. Ihr Erbe wird ja zum größten Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in die Stiftung gehen. Was sagen denn Ihre Kinder dazu? Die Kinder sagen dazu: Jawohl, das ist völlig in Ordnung. Denn die wissen zweierlei. Zum einen haben sie eine ordentliche Ausbildung oder kriegen jedenfalls eine. Der eine ist ja noch ganz jung oder fängt gerade an, macht gerade Abi. Und zum anderen wissen Sie auch, das, was ich vorhin gesagt habe, jeder wird seines eigenen Glückes Schmied sein und was zu erben ist eigentlich, ich will mal sagen, nicht gerade, das ist ja ein Grundrecht, da will ich jetzt mich nicht gegen besonders ins Feld werfen, aber ererbtes Geld ist ja nur, sagen wir mal, kein besonderer Verdienst, wie man so sagt. Selbstverdientes macht man sehr vorsichtig. Und ich hab meine Kinder, soweit ich auf die Erziehung Einfluss habe, was für uns Männer ja nicht immer so ganz selbstverständlich ist, doch versucht denen mitzugeben, dass sie selber für sich sorgen, unbeschadet der Tatsache, dass ich selbstverständlich sowohl die Kinder als auch andere Verwandte so abgesichert habe, dass wenn sie unverschuldet in Notlage geraten, was Arbeitslosigkeit oder irgendwelche Dinge, sie krank werden, dass sie dann nicht sozusagen auf das harte Lager fallen, denn es steht ihnen einfach zu, dass das Glück, was ich gehabt habe, dann auch auf sie abfärbt. Aber das sind im Verhältnis zu dem, was in der Stiftung steckt, doch eher überschaubare Beträge, will ich mal sagen. Eines würde ich auch gerne relativieren. Wenn es so klingt, wir haben viele Häuser, dann klingt es so, ich bin einmal in New York, einmal in London, einmal in Monte Carlo oder sonst wo. So ist es nicht. Die Häuser sind allesamt in Deutschland, haben viele luxuriöse Mietwohnungen, die Häuser sind top gepflegt und ich verlange 4 Euro weniger wie die Vergleichsmiete der Nachbarn. Das bedeutet, ich habe nie einen Leerstand, weil die Mieter glücklich sind und die Häuser top in Zustand. Dadurch kommt mir vor, tue ich auch etwas Soziales. Ich bin glücklich, weil die keinen Leerstand haben und die Mieter sind glücklich, weil sie niedrigere Miete in schönen Häusern bezahlen. Aber eins müssen wir natürlich alles wissen, das gehört uns ja eigentlich gar nicht. Nicht, weil es jetzt irgendwie bei der Bank oder von Freunden oder was Geld ist, sondern es ist von der Lebenszeit erkauft. Man hat sich's ja erarbeitet. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich weiß doch nicht, wenn in 30 oder 40 Jahren, so Gott will, meine Häuser gehören. Ja? Die gehören vielleicht irgendjemandem, den ich gar nicht kenne. Das bedeutet, das ist ja nur ein Vermögen auf
Lebenszeit, sage ich mal. Diese Lebenszeit, die Uhr tickt, wir alle stehen auf der Warteliste. Also muss man versuchen, mit diesem Vermögen in der Lebenszeit etwas Sinnvolles damit zumindest zum großen Teil anzufangen. Und da sage ich Herrn Ackermann, gebe ich ihm 100% recht, das macht Spaß, solche Dinge mache ich auch. Wir machen es zwar nur ganz banal für Kinderhospize, was wichtig ist, oder für krebskranke Kinder oder auch Rentnerinnen, die sich einen Wintermantel nicht kaufen können, weil sie 40 Jahre lang gearbeitet haben und dann bloß 600 oder 570 Euro Mindestdings bekommen. Das bedeutet, das ist das, was das Leben dann wirklich erfüllt. Was wirklich wichtig ist, das habe ich gemerkt vor 2 Jahren, wo meine Frau schwer krank wurde, da war es das Allerwichtigste im Leben, dass sie die Möglichkeit hat, wieder gesund zu werden. Und da pfeife auch ich das Geld an. Also das bedeutet, Geld ist natürlich nicht etwas, was glücklich macht, sondern das, was man sich damit erlauben, leisten und tun kann. Kommen wir jetzt mal zu Ihnen, Frau Zeiss. Ja. Sie haben sich als junge Frau einen Traum erfüllt und eine Urlaubsreise gemacht nach Florida. Wo waren Sie da? Ich war in Fort Lauderdale, dann ist es runtergegangen nach Key West, dann von Key West wieder hoch an die Niagara-Fälle. Und ja, das war toll, das, aber als junges Mädel, da hat man auch ganz andere Sachen im Kopf. Das war gleich nach meiner Ausbildung, habe von meinen Eltern noch was beigesteuert gekriegt, habe dann bei ihrer Freundin gelebt. Und es war toll. War so die Traumreise, die Sie sich erhofft haben? Ja, das war so. Meine Freundin war mit einem Amerikaner verheiratet. Und damals hat sie gesagt, würdest du mir mal Blumenschmuck und das alles machen, da ich ja Floristin bin von Beruf. Dann hat sie gesagt, also, wenn das alles gut über die Bühne läuft, dann besuchst du uns. Und so war das dann auch. Und das ist natürlich schon toll. Das sind Erinnerungen, die habe ich da drin, die kann mir niemand nehmen. Ich habe natürlich auch meine Bilder und andere Erinnerungen. Und ich habe als junge Frau auch, wo ich dann verheiratet war, da ist es uns ja verhältnismäßig gut gegangen. Wir haben einen eigenen Weinbaubetrieb gehabt. Sie haben 1977 geheiratet. Ja, ja. Sie haben auch 2 Kinder mit Ihrem Mann zusammen, waren ja auch Floristin. Dann haben Sie den Weinbaubetrieb aufgebaut. Sie haben 43 Jahre gearbeitet. Ja. Wie können wir uns die Arbeit vorstellen, auch körperlich? Richtig? Ja, doch, müsste man schon so sagen. Draußen? Also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich ganz regulär den ganzen Tag geschafft, wie man so sagt, also 8 Stunden. Dann habe ich geheiratet, dann haben wir uns selbstständig gemacht mit dem Weinbau. Dann waren das nicht nur 8 Stunden. Da mussten wir morgens raus, dann bin ich mit aufs Feld, mittags heim, die Kinder versorgt. Dann nachmittags wieder raus aufs Feld. Und da hat man oft, im Sommer hat man oft bis um 9, 10 waren wir draußen, weil das war ja unsere Existenz und das mussten wir ja gucken. Also so nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Ja. Und da habe ich mir das auch nicht vorstellen können, dass es mir mal wirklich, dass ich mal so weit runterkomme. Sie hatten diesen Weinbaubetrieb, aber nur damit wir uns das vorstellen können. Damit sind Sie nicht reich geworden in dem Sinne, ne? Neu. Es war auch von der Fläche her, also es hat eine Familie ernährt. Wenn jetzt meine Kinder zum Beispiel in den Berufszweig eingestiegen wären, hätte die Fläche nicht gereicht, nur mal eine Familie zu ernähren. Und es war ja nicht bloß Weinbau, wir haben auch Obst und Gemüse. Und bei uns, Stadtteil Untertürkheim in Stuttgart, da konnte man auch vieles am Haus verkaufen. Wir haben dann ziemlich viele Tomaten gehabt, da musste man dann auch jeden Tag raus und gucken und die ausgeizen, wie man sagt, hochbinden. Wenn sie reif waren, hat man sie geerntet, heim und dann hat man vom Haus schön Päckle gemacht und verkauft. Dann haben wir einen großen Rhabarberacker gehabt, da musste man auf den Großmarkt, da haben wir einen Kunde gehabt, die hat sonntags angerufen, ob es regnet oder nicht. Frau Zeiss, wir brauchen morgen 10 Zentner Rhabarber. Jetzt gucken sie, entweder du willst das Geschäft machen oder es hat der Nächste. Also ist man raus, Gummistiefel an, Gummischürz, dann ist einem das Wasser oben eingelaufen und dann wieder raus, aber der Rhabarber war gerichtet. Dann hat man den putzt, büschelt, in Kisteln rein, auf Palette gesetzt und ist dann im Abends nur auf der Großmarkt gefahren und hat es geliefert. Also ein Leben voller Arbeit, kann man sagen, nicht voll Reichtum. Wenn Sie sich mal was gegönnt haben, sind Sie dann so in die Stadt gefahren? Und ja, klar. Ja, was haben Sie dann so gemacht? Es hört sich vielleicht blöd an, aber da habe ich mir mal einen Rock gekauft, dann habe ich schon schlechtes Gewissen gehabt. Der Rock hat 130 Mark gekostet. Und dann habe ich den am Anfang meinem Mann gar nicht gezeigt, habe ihn in den Schrank reingehängt und irgendwann dann sagt er, oh, hast du einen neuen Rock? Dann habe ich gesagt, nö, der hängt schon lange im Schrank. Und das war dann so Sachen. Das entspricht natürlich den Vorstellungen gar nicht. Das sind ja Pina.
Scherz. Ach gut, ach gut. Aber was glauben Sie, was ich schon gekauft habe, was ich meiner Frau nicht gezeigt habe? Also jetzt kommt's raus. Für mich hört sich das so ein bisschen nach einem zwar harten, aber doch glücklichen Leben an. Ja, wir waren zufrieden mit dem. Und dann ist halt mein Mann war über 15 Jahre schwer Diabetiker, musste ich 4-mal am Tag mit Insulin spritzen. Der war ja von der Leistungsfähigkeit gar nicht mehr so drauf. Ja, der Betrieb musste ja weitergehen. Dann war halt ich gefragt. Mhm. Ich bin auch draußen gestanden, habe Holz gehackt für den Winter. Wir haben Kachelofen gehabt. Ja, entweder willst du warm oder kannst du es überlegen. Sitzt bloß noch in der dicken Jacke und dicke Socken im Zimmer. Neu, dann bin ich raus, habe das Auto gefüllt, Holz gehackt, in die Kiste geladen, dann auf die Bühne hochgeschleppt. Bei uns sagt man noch mit einem Lotter, also so wie man früher das hochgezogen hat. Es hat alles funktioniert. 2006 ist dann... Da ist mein Mann verstorben. Genau, ja. Ist die Treppe runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen. Er wurde operiert, es wurde ihm ein Finger abgenommen. Und er ist heimgekommen vom Krankenhaus und er war nebenher bei der Feuerwehr. Und dann hat es gesagt, ja, es ist nur theoretischer Unterricht, da kannst du doch dazu sitzen. Okay, der Arm alles dick verschient und verbunden. Er ist zur Feuerwehr, habe mich noch verabschiedet von ihm, habe dann gesagt, weil es zu der Zeit sehr viel Schnee gehabt hat, am 26. Januar 2006. Und habe gesagt, sei so gut und pass auf und rutsch mir nicht aus auf der Straße. Ja, was du immer für Sorge hast, also gut. Und dann ist er heimgekommen. Und dann war es soweit. Ich habe nur gehört, dass es im Treppenhaus ein Poltro macht. Macht die Tür auf, dann ist mein Mann schon unten gelegen. Und es war kein schöner Anblick. Und es war dann auch was, wo ich regelrecht traumatisiert war. Ich konnte lang nicht über das Treppenhaus laufen im Abends. Sie haben den Betrieb dann ja nicht aufrechterhalten können ohne Ihren Mann. Ich musste es aufgeben. Sie haben dann noch gearbeitet in einem Pflegeheim. Ja, Alt- und Pflegeheim. Für wie viel die Stunde? Kann man eigentlich so nicht sagen. Aber es ist mir nachher... Also der Gehalt war in Ordnung. Ja. Was ich da verdient habe. Und dann habe ich ja nur fast ein Jahr sind nur Auszahlungen gekommen von der Weingärtengenossenschaft. Also was wir ja, weil wir an der Genossenschaft angeschlossen waren. Und da hat man ja das Geld dann auch immer noch rückwirkend gekriegt für die Jahrgänge, wo man abgeliefert hat. Und da ist mir es gut gegangen. Und irgendwann konnten Sie aber nicht mehr. Ja, also und da körperlich ist halt durch nicht. Krankheit. Und zum Schluss war ich halt ein Hartz-IV-Empfänger. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Das war schlimm. Ja? Das war ganz schlimm. Also da habe ich wirklich manchmal nicht den Mut oder die Courage gehabt, dass ich auch im Bekanntenkreis gesagt habe, wie es mir eigentlich geht. Weil durch das auf die ganze Ämter gehe und sie werden behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse. Ich habe dann immer gesagt, ich bin nicht durch Faulheit oder Bequemlichkeit in die Situation reingerutscht. Ich habe auch in der Zeit, wo ich krank war, immer mal ein bisschen versucht vielleicht irgendwo unterkommen. Habe dann bei uns bei der AWO mal so bei älteren Leuten über die Mittagszeit Essen geholfen, ausgeben oder mal für ältere Leute einkauft. Einfach solche Sachen, auch im sozialen Bereich halt. Aber ich bin halt nicht mehr in meinen Beruf mit reingekommen. Was können Sie sich heute, wie leben Sie heute? Also, ganz einfach. Und was können Sie sich erlauben? Also wo kaufen Sie ein? Was können Sie nicht mehr, was Sie früher machen konnten? Also ich gehe zum Beispiel nicht mehr zum Metzger und kaufe das Fleisch dort und sage so, ich hätte jetzt gern das Stück Rinderbraten. Das mache ich nicht mehr. Oder dass ich dann sage, so, heute gibt es jetzt mal Filet mit Champignon, so richtig schön mit allem drum und dran. Das wird halt, ja, es gibt andere Sachen. Haben Sie denn das Gefühl, noch genauso am Leben teilhaben zu können wie weniger, vorher? Weniger, weniger. Inwiefern? Also es ist vom Freundeskreis oder Bekanntenkreis ist es schon reduziert. Warum? Ich weiß es nicht. Manche Leute gucken mir ja nicht einmal mehr an. Habe den Leuten nichts da. Und mein Mann war nebenher bei der Feuerwehr, da hat man auch einen großen Freundeskreis gehabt und aber wie gesagt, ich bin jetzt trotzdem glücklich mit dem, was gerade jetzt die Bekannte, die ich habe, sie sind wirklich ganz, ganz liebe Leute. Und dann natürlich meine Kinder. Was sind die Situationen, die Sie heute glücklich machen? Ach, ich kann mir eigentlich an ganz banale Sachen freuen. Wenn ich morgens das Fenster aufmache, höre die Vögel zwitschern draußen, dann denke ich mir, ach, ist das schön. An solche Sachen kann ich mich freuen, weil ich war ja früher eigentlich jeden Tag in der Natur draußen. Und das ist natürlich heute nicht mehr so der Fall. Früher habe ich mir auch oft gedacht, oh Gott, vielleicht hast du auch mal die Chance, dass du mal nicht jeden Morgen Wingerten aus musst. Oder dass du deine Tomate pflücken musst oder deine Himbeer, 60 Pfund Himbeer am Vormittag zupfen und dann gleich gucken, wie du die jetzt wieder weiter wegbringst. Weil Himbeer kann man nicht lange lagern, die faulet und werden schimmelig. Ja, was habe ich gemacht? Dann bin ich bei den Bäcker, habe die Bäcker abgefahren, habe gesagt, wie wäre es, frische Himbeer? Die waren noch nicht im Kühlhaus.
und habe dann auch immer wieder das Glück gehabt, dass mir der Bäcker abgenommen hat. Das war halt auch so eine Sache, wo, das hat mich befriedigt. Dann habe ich gedacht, jetzt haben wir die Sache nicht umsonst gepflanzt. Also ich glaube, man spürt, Sie haben Schicksalsschläge hinter sich. Ich glaube, es ist auch keine gute Erfahrung zu sagen, ich kann nicht mehr so am Leben teilnehmen und Freunde wenden sich ab, nur weil ich nicht mehr so viel habe wie früher. Ja, aber halt man spürt, kann mit dem Standard. Genau, weil sie mit dem Standard nicht mithalten können. Aber ich glaube, man spürt trotzdem noch ihren Antrieb, positiv am Leben weiter festzuhalten. Ich stecke deshalb den Kopf nicht ins Sand. Und es ist auch so, ich habe ja ein Auto, das hat mir meine Tochter finanziert. Dadurch bin ich flexibel und mobil. Also ich kann trotzdem sagen, okay, Geld kann ich nicht ausgeben, aber so viel habe ich, dass ich meinen Tank füllen kann und kann zum Beispiel nach Baden-Baden fahren. Ist doch auch was. Das finden wir wunderbar. Und es ist herrlich, dass Sie da sind. Danke. Herr Haas, haben Sie das auch erlebt, dass Leute, die Sie kannten, als Sie reich waren, sich abgewandt haben, als Sie weniger hatten? Ja, das habe ich natürlich schon erlebt, aber ich führe das auf einen anderen Grund zurück. Mhm. Also ich war ja 20 Jahre da irgendwie Hansdampf in allen Gassen und ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und ich habe sehr persönliche Beziehungen gehabt zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Auszubildenden und so weiter. Und ich habe das dann auch mal hinterfragt und da ist sehr oft rausgekommen, also es wurde jetzt gesagt, man wird ausgegrenzt oder man wird abgelehnt oder solche Sachen. Es ist sehr oft rausgekommen, dass mich die Leute so sehr schätzen und mögen, dass die das nicht ertragen haben, mich so zu sehen. Also es war ja nur ein kurzer Schlenker. Das war ja nur ein Jahr, wo ich das erlebt habe. Aber es haben ja Leute gesagt, ich kann dich nicht so sehen. Also du hast mich 200 Mal zum Essen eingeladen in der Firma. Ich kann dich nicht da entlang schlappen sehen und bei McDonald's für 3 Euro was holen. Also ich denke, es muss nicht immer heißen, den lehne ich jetzt ab oder der ist nicht mehr interessant für mich. Ist vielleicht ähnlich wie bei einem Todesfall. Also es gibt Leute wie mich, ich kann hingehen, kann die umarmen. Und es gibt Leute, die halten sich das erste Mal zurück, weil sie damit nicht umgehen können. Fakt ist, Sie haben beides erlebt. Den Reichtum, aber auch das ganz unten sein. Aber fangen wir das Ganze noch mal von vorne an. Sie haben die Schule abgebrochen, haben Abi dann nachgemacht über einen zweiten Bildungsweg. Nicht freiwillig, ich bin von der Schule entfernt worden. Oder so, okay. Feiner, aber wichtiger Unterschied. Ich hätte gerne noch verlängert. Ja, aber Sie haben dann über einen zweiten Bildungsweg doch noch Abi gemacht, aber nicht studiert. Sie hatten dafür irgendwann diese Idee, das Lithomobil. Was war das? Oder ist das? Es hat, VW Pritschenwägen gegeben und es hat Plakatwände gegeben. Aber beides noch nicht zusammen. Und ich habe einfach die Idee gehabt, die erste fahrbare Plakatwand zu machen. Macht ja Sinn, ne? Die fährt da rum, wo viele Leute sind und wenn abends so Events sind oder auf Sportveranstaltungen. Und es war so eine Idee. Und alle haben mich dann für verrückt erklärt. Also insbesondere meine Eltern haben natürlich viel Hoffnung geschöpft mit dem Abitur, dass er jetzt ein Rechtsanwalt kommt. Jetzt macht er was Ordentliches, genau. Ja, er hat es geschafft. Und mich hat einfach das Abenteuer gereizt. Also ich war jetzt nicht gierig oder ich habe hier gehört, ich will immer der Beste sein. Mich hat einfach das Abenteuer gereizt. Ich wollte nicht nochmal in die Schule gehen, ich wollte es probieren. Und das habe ich gemacht. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis Sie Erfolg hatten. Dann kamen aber die ersten Aufträge. Dann kam 89, 90 auch noch die Wende. Sie haben noch mehr Aufträge bekommen. Und dann irgendwann haben Sie eine Idee von Christo geklaut, wenn Sie auch nicht den Reichstag verhüllt haben. Was war das? Wir haben größere Sachen verhüllt. Ja. Ja, auch da ein Bild aus Leverkusen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja gut, es war 1999, 100 Jahre Aspirin in Leverkusen. Das war damals das drittgrößte Hochhaus in Deutschland. Und wie man sieht, hat es ja ungefähr die Form einer Aspirinpackung. Und wir haben es gewagt, in einem Projekt von einem Dreivierteljahr das Ding zu verhüllen. Also wir haben das 16 Tage lang zur Aspirinschachtel gemacht. Und das hat weltweit allerhöchste Aufmerksamkeit bewirkt. War auch witzig, also es war richtig ein großes Ereignis. Sie haben ja noch mehrere solcher Projekte gemacht, haben sozusagen Weltrekorde aufgestellt im Guinness Buch der Rekorde, LCC. Wie haben Sie gelebt auf dem Zenit Ihres Erfolges? Also ich vergleiche mich da vielleicht mal wie mit einem guten Musiker. Also ein guter Musiker schreibt ein gutes Lied, dann hat er einen Hit. Da freut er sich natürlich, wenn er Erfolg hat. Aber dass er dann reich wird durch den Hit, das ist nicht der Plan. Also das passiert einfach. Also es war für mich weder der Plan, dass ich Unternehmer werde, noch selbstständig, noch reich. Aber Sie haben in einem Schloss gewohnt. Waren Sie schon ein kleiner Sonnenkönig? Ein Königlein vielleicht. Also ich habe ein großer? Das Beispiel vorhin schon gebracht.
es hat was von der Droge. Also du hast dann irgendwann eine Firma und es war eine richtige Firma. Mit einem Bürohaus, mit 3 Stockwerken und da sind 60 Mann gesessen und die waren fleißig am Tun. Und da verliert man natürlich immer mehr. Also wenn man der Chef von dem ist, du verlierst an Freizeit, du machst keinen Urlaub mehr, du machst das nicht mehr. Aber du hast auf dem Konto irgendwie Geld rumliegen. Also es kommt da ständig Geld. Und dann kaufst du mit dem Geld Immobilien. Und dann gibt es einen Lohnsteuerjahresausgleich, wie es heißt, und dann kommt noch mehr Geld und dann hast du es wieder da. Und dann haben Sie noch einen größeren Wagen als Kanzler Schröder gehabt? Nein. Ich habe denselben Wagen wie Kanzler Schröder gehabt, allerdings aus einer Insolvenzmasse gekauft. Aha. Nur seiner war stahlgepanzert und meiner Kevlar. Aha. Also, und Extraausstattung? Was ich ohne Ende. Aber das war ein Spaß. Nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Man hat diesen Erfolg, man hat hart dafür gearbeitet. Wie wir eben gehört haben, die 6 Tage die Woche, die 7 Tage die Woche, 12 Stunden. Und man gönnt sich dann schon mal was. Also es hat was von der Droge. Man probiert mal ein bisschen. Also es war nicht mein Weg. Ich bin auf dem Planet Mammon nur zu Gast gewesen. Ich bin da nicht verblieben. Aber ich habe natürlich auch mal einen krachen lassen. Dann kam irgendwann der Absturz. Sie haben einen Gesellschafter rausgeschmissen, ausbezahlt. Der hat noch Aufträge mitgenommen. Dann haben Sie sich eine mittelalterliche Burg gekauft, auch noch ein Riesenteil. War das dann so schon ein Stück Größenwahn dann, dass das alles auf einmal kam? Nein, Größenwahn war das ganz bestimmt überhaupt nicht. Also es hat 20 Jahre alles funktioniert. Alles, was ich mir ausgedacht habe, hat funktioniert. Und das war ein Lebenstraum. Also ich bin als Kind schon durch römische Wasserleitungen durchgekrochen, den Limes entlang. Also es war mein Lebensplan, wenn es gut läuft, mit 50 und mit viel Glück, eine alte Mühle oder ein Bauernhof oder so. Und da war die Burg einfach da. Also das war jetzt kein Wirtschaftsgut, keine Immobilie, die man kauft, sondern das war eine Vision, das war ein Lebenstraum, das war eine Chance. Und ich habe das gemacht mit einem Partner zusammen, aber das wäre eine Vision über Jahrzehnte gewesen. Da hätte ich mich verwirklicht, ich hätte die komische Werbeagentur verkauft, das war mein Leben. Und dann ist es aber schiefgegangen. Dann haben Sie irgendwann nichts mehr gehabt. Wie hat sich das angefühlt? Insolvenz ich muss mich ein bisschen gegen das Schiefgegangen wehren. Also Sie sagen Schiefgegangen, es ist das Wort Absturz auch gefallen. Es war das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Also ich war zu Gast auf dem Planet Mammon, ich war ein Business-Kasper und ich hätte dieses Pferd geritten, bis es zusammenbricht. Also ich habe damals noch 20 Kilo mehr und habe 40 Zigaretten am Tag. Also das war nicht schön und das war nicht gesund. Aber ich wäre freiwillig von dem Pferd des Erfolges, nicht des Mammons oder des Luxus, aber von dem Pferd des Erfolges, der Unternehmer, der kann und der macht, ich wäre freiwillig nicht runter. Also sind Sie abgestürzt vom Pferd? Man hat die Firma unter mir weggeschossen, ja, das Schicksal. Und die Frage ist, wer waren Sie dann? War da eine Leere? Wer waren Sie dann? Wie war das plötzlich dann, ohne all das darzustellen, dem Sie vorher nachgelaufen sind? Gut, das ist auf alle Fälle ein interessantes Stück Lebenserfahrung. Also Sie knallen da mal. Sagen Sie heute, haben Sie das damals auch so gesehen? Also wir haben 3 Jahre gekämpft. Also es hat nicht ein einziger ist von der Fahne gegangen. Wir haben 3 Jahre lang gekämpft und haben auch eine sehr sinnvolle Lösung gefunden. Es ist fast niemand entlassen worden. Der Einzige, der auf der Nase gelegen ist, war ich. Und in den ersten Wochen sind Sie schon erleichtert. Ne? Also wenn Sie in so einer Insolvenz sind, Sie haben Gläubige und alle möglichen Leute rufen an und das Finanzamt bestellt ein. Also da wird scharf geschossen und es macht richtig Lärm. Am Anfang sind Sie einfach nur erleichtert, dass keiner mehr anruft und irgendwas von Ihnen will. Und dann war ich schon, was ist das richtige Wort, gelähmt. Also wahrscheinlich so wie in einem Todesfall auch. Also wenn sehr nahestehende Person stirbt, dann ist man halt 1-2 Jahre, je nach Typ, mehrere Monate, wird es halt dunkel. Und so war das bei mir auch. Es war einfach. Hat sich schon aus der Bahn geworfen erstmal? Ja, selbstverständlich. Also. Und wie haben Sie also das ist so, wie wenn Sie mit dem Auto gegen die Wand fahren. Also wenn Sie 20 Jahre geradeaus fahren, zwar entspannt mit 120, aber immer geradeaus und plötzlich hängen Sie am Baum und das Auto ist kaputt. Das ist ein sehr traumatischer Vorfall. Und da schauen Sie halt dann einfach. Also das muss man auch erst einmal begreifen. Also man muss sich auch abschieden. Waren Sie in dieser Phase, in der Sie auf diesem Pferd gesessen haben und geritten haben, denn glücklich? Würden Sie das so sagen? Nein. Ich war euphorisch. Ich habe also sehr große Erfolge, teilweise, wir haben es gesehen, an der Grenze zu Triumphen erleben dürfen. Jetzt sind wir wieder bei dem Motiv Droge. Das ist natürlich geil. Also wenn Sie da stehen und Sie gewinnen irgendwelche Werbepreise und stellen Weltrekorde auf, das will man immer wieder haben. Vielleicht hat das Erfolg mit Geld gemeinsam. Man will es natürlich immer wieder haben und grübelt noch mehr, fällt mir etwas ein, was ich jetzt noch landen könnte. Also Sie waren im Rausch, aber Sie waren nicht glücklich. Sind Sie es heute?
ich bin auf einem sehr erfolgreichen Weg dahin. Was hat sich verändert? Wie sieht Ihr Leben heute aus? Was macht Sie heute glücklicher zumindest als damals? Ich habe ein ziemlich hohes Maß an Freiheit erreicht. Also ich schulde niemandem etwas, ich muss zu keinen Uhrzeiten irgendwo sein, ich muss keinen Kunden irgendetwas liefern. Also ich bin frei und ich bin Schauspieler in jeder Form. Also ich mache Fernsehen, ich habe ein festes Engagement im Theater, ich mache auch mal Tournee, ich habe ein eigenes Abendprogramm. Und da bin ich ein Stück weit angekommen. Das ist einfach schön. Also mich interessiert gar nicht, wie viel Applaus und ob die Halle voll ist. Das Leben ist einfach schön. Also Sie können ausschlafen, dann lernen Sie ein bisschen Text, schnuppern in den Frühling raus, abends mit netten Menschen, stehen Sie auf der Bühne, am Schluss gibt es Applaus. Also das ist ein Traumberuf. Dankeschön. Haben Sie auch Muße in dem Sinne? Muße schätzen gelernt? Zeit zu haben? Das ist das höchste Gut, das ich heute habe. Also ich gestehe, dass ich sie auch manchmal nehme, einfach um sie verstreichen zu lassen. Ich habe da gerade aufgehorcht beim Herrn Ackermann, wie er erzählt hat, erst wenn die Primärbedürfnisse befriedigt sind, wenn ich sie da richtig verstanden habe, hat man überhaupt die Möglichkeit, in einer anderen Dimension zu denken. Also wenn man sich davon erstmal befreit, und ich bin einfach ein kreativer Mensch, das muss jetzt nicht eine Werbeidee sein, es kann auch ein Text sein oder einfach nur ein Witz fürs Abendprogramm. Aber Zeit ist für mich heute, das macht mich glücklich. Und da kommen ganz merkwürdige, lustige Dinge raus, wenn ich da freie Zeit und Ruhe habe. Das ist eines der Dinge, die mich heute glücklich machen. Es sind erstaunlicherweise, das hätte ich niemandem geglaubt, wenn es mir erzählt hätte, es sind die kleinen Dinge. Welche? Das fängt an von der netten Frau bei der Deutschen Post, die sich freut, wenn ich da ein Paket reinbringe. Das ist, so lächerlich das jetzt klingt, wenn ich mit meiner Nichte Minigolf spielen gehe. Das ist schön. Also ich habe immer im Hinterkopf, die Alternative wäre echte Arbeit. Und in der anderen Gehirnhälfte, eigentlich müsste es ja im Büro sitzen. Also dann wird es nochmal doppelt so schön. Aber sowas macht mich glücklich. Dann wünschen wir Ihnen noch viele kleine Dinge und viel Glück. Danke. Dankeschön. Wir reden immer darüber, dass wir das Glück anstreben. Ist das ein Zustand? Ist das etwas, nach dem Sie wirklich streben, so als Ziel, Frau Finke? Nee. Überhaupt nicht. Also wir haben es ja auch jetzt hier schon wissenschaftlich fundiert gehört. Also das ist auch, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass es so gesund wäre, weil ich glaube auch, das immer wieder im Verhältnis setzen oder sich bewusst machen. Also weil was man nicht hat, also zum Beispiel, wenn man sich was nicht leisten kann, also für mich ist es zum Beispiel schon Luxus, im Hotelzimmer so zu übernachten, so, weil da gibt es ein Handtuch, da gibt es einen Föhn, da gibt es vielleicht ein Bügeleisen. So, ja. Darüber kann ich mich freuen, wenn es mal da ist, weil ich es sonst nicht habe. So. Und es ist bei jedem ist es ein anderes Verhältnis. Und ich glaube deswegen, also ich glaube gar nicht daran, dass es so einen Zustand gibt. Und ich finde auch immer dieses so Optimieren und nach etwas Streben. Also ich finde es gut, wenn es eine intrinsische, positive Motivation für was gibt. Aber es kann auch schon wieder stressig sein. Genau, ich glaube, es kommt einfach, ich glaube, es kommt wirklich von innen. Oder wie gesagt, kleine Dinge oder Dinge, von denen man es halt gar nicht erwartet, wo man dann vielleicht wirklich auch, wenn man mal so einen Moment innehält und sich das bewusst macht, was auch sehr viel mit dem Faktor Zeit und nicht irgendwie Durchrasen so zu tun hat, wo man sieht, ja, eigentlich geht es mir noch gut so. Herr Haas hat gerade beschrieben, diesen Weg viel zu haben, dann von diesem Pferd mal runterzufallen, was Sie im Nachhinein als Geschenk also ja ich sehen. Ich bin befreit. Ja. Ich bin voll bei meiner Nachbarin, wenn es mir schlecht geht. Aber auf die Idee bin ich schon vorher gekommen. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann nehme ich zwei Tüten oder zwei Kartons, mache die voll und schmeiße sie weg. Und es geht mir besser, wenn zwei Kartons weniger Zeug in meinem Leben rumsteht. Herr von Sein-Wittgenstein, würde es bei Ihnen eher Ängste auslösen, vom Pferd runterzufallen und auf einmal ist nichts mehr da? Ich glaube nicht, dass ich mich runterfalle, weil ich halte mich an dem Pferd so fest. Weil wenn ich runter, das hört sich schon nach Klammern wenn ich, an. Wenn ich runterfallen würde, dann wäre ich ja jemand ohne Pferd, das heißt ein Sattelschlepper und das will ich auch nicht sein. Also das heißt, solange ich lebe, möchte ich die Möglichkeit haben, meine Zeit selber einzuteilen, anderen Leuten zu helfen, soweit es in meiner Macht steht. Und ich weiß, dass das ganze Vermögen nicht uns gehört in 30 oder 40 Jahren, das weiß ich. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es gegen den Kapitalismus geht, würde heute auf der ganzen Welt das gesamte Vermögen der Reichen umverteilt werden.
dann dauert es doch keine 2 Jahre, bis es wieder Superreiche und leider Gottes auch Superarme gibt. Ja? Das ist nun mal so eingeteilt. Also da hilft kein Kommunismus, kein Sozialismus. Es muss positive Energie geben. Es muss Leute geben, die kreativ sind, die Ideen entwickeln. Wenn es die nicht geben würde, dann wäre unsere ganze Wirtschaft, entschuldigt den Ausdruck, im Arsch. Das heißt, man muss wirklich vorangehen. Er hat das gute Glück gehabt, das Studium als Jurist zu haben, in der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle das zu machen. Andere müssen sich wie ein Chamäleon anpassen. Ganz früher waren die Versicherungen das Geschäft, dann kamen die Auktionen, dann kam das Internet und dann kamen Luxusimmobilien. Das heißt, man muss ein Chamäleon sein, um etwas aufzubauen im Leben. Aber gehören tut es einem nicht und helfen muss man mit dem Geld allemal, weil man muss ja ein bisschen was zurückgeben von dem, was man verdient hat. Das ist alles, was es ist. Herr Haas, in der Zeit, als Sie gemerkt haben, das Geld reicht nicht mehr, haben Sie da manchmal so eine Idee gehabt, jetzt nehme ich das, was ich habe, gehe ins Casino und setze alles auf Rot? Ist Ihnen sowas mal durch den Kopf gegangen? Also die Fantasie eines hochintelligenten Verbrechens, also etwas, wo man ganz garantiert nicht erwischt wird, die Fantasie habe ich 2-3 Mal gehabt. Aber das ist ja Schwachsinn. Also wenn Sie eh nichts haben und Sie setzen auf Rot. Aber wenn wir beim Verbrechen sind, sind wir schon in der richtigen Richtung unterwegs. Denn wir begrüßen nun jemanden in unserer Runde, der ebenfalls erfolgreich war, für den Geld irgendwann so wichtig war, dass er auf die falsche Bahn geraten ist und zum Millionenbetrüger wurde. Wir stellen einfach, wie Sie sehen, jetzt einen Sessel dazu und begrüßen Herrn Kai von Bargen. Guten Abend im Nachtcafé. Hallo. Herr von Bargen, Sie sind jetzt ein verurteilter Betrüger und haben Ihre 4-jährige Haftstrafe Strafe verbüßt. Welche Rolle hat Geld früher für Sie gespielt? Was würden Sie sagen? Also in der Betrugszeit hat es eigentlich die Rolle gespielt, dass das Spiel immer weitergehen konnte. Und vor der Betrugszeit, die ja auch nur 2 Jahre lang gewesen ist, war es natürlich auch Mittel zum Zweck, wenn wir beim Thema Glück sind, der heutigen Sendung, auch gewisse Glücksmomente mir zu erfüllen. Sie sind gehoben mittelständisch aufgewachsen. Hatten Sie einen Hang zum Elitären, würden Sie das sagen? Ja, ich habe schon immer ein bisschen dahingeschielt. Also wenn man so mit Architektensöhnen und Arztsöhnen aufwächst, die dann auch alle Tennis spielen konnten und durften, dann wollte ich das auch. Das haben meine Eltern mir auch Gott sei Dank ermöglichen können. Ich habe noch 2 Schwestern, die durften auch Tennis spielen, waren aber nicht so erfolgreich. Deswegen wurde das nicht so weiter gefördert. Aber ja, um Ihre Frage zu beantworten, da wurde hingeschielt und natürlich habe ich auch verglichen, wie man das vielleicht früher so gemacht hat, im Quartett, ja, in dem Kartenspiel. Dann hatte der Sohn, der Vater meines besten Freundes, hatte ein Porsche und mein Vater hatte einen Ford Granada Kombi, ja, weil er den für die Firma brauchte. Das war schon schicker, mit dem Porsche rumgefahren zu werden, das gebe ich zu. Sie haben auch schon in jungen Jahren gut verdient, waren Chefredakteur eines privaten Radiosenders, haben dann dem Journalismus den Rücken gekehrt, die Seiten gewechselt, wurden Leiter der PR-Abteilung Deutschland beim Großkonzern Henkel. Wie wichtig war Luxus damals in Ihrem Leben? Gut verdient haben Sie ja. Gut verdient habe ich. Luxus liegt natürlich, das haben wir heute in der Runde schon gehört, immer im Auge des Betrachters. Mhm. Das ist sicherlich auch sehr unterschiedlich. Frau Zeiss hat das eben auch ziemlich deutlich gesagt, was Luxus bedeuten kann. Auch Herr Haas natürlich. Für mich hat Luxus damals schon bedeutet, die wenige Zeit, die mir geblieben ist, und ich habe immer gerne gearbeitet, also das hat damit nichts zu tun, jetzt hier rumzustöhnen. Aber wenn ich Zeit hatte, dann mir auch schöne Dinge zu gönnen. Also da bin ich sehr nah bei Herrn Wittgenstein, zu sagen, wirklich schöne Autos. Natürlich habe ich einen Oldtimer gehabt, Baujahr 60, 190 SL Mercedes, das hat mir Freude gemacht. Glück habe ich auch empfunden, als ich den dann endlich meinen eigenen nennen durfte und der in der Garage stand. Auch mit ihm zu fahren natürlich. Sie haben sich ein Anwesen auch gekauft? Genau, dann habe ich mir ein relativ großes Haus, das war dann auch der Stein des Anstoßes am Ende, gekauft. Das hat mich auch glücklich gemacht, 80 Gäste bei der sogenannten Housewarming Party begrüßen zu dürfen, die dann alle einen schönen Nachmittag hatten, inklusive meiner Person. Das war auch eine Art von Glück. Selbst verdient, ehrlich verdient bis dahin, deswegen war das wunderbar. Hatten Sie Angst, aus diesen Kreisen irgendwann mal rauszufallen, nicht mehr dazuzugehören? Hatte ich nie Angst davor. Das ist mir in den Medien dann irgendwann mal vorgeworfen worden. Derjenige, der aus kleinen, einfachen, mittelständischen Verhältnissen kommt und aus einer kleinen Stadt kommt in Ostwestfalen, dann so der Emporkömmling zu sein. So habe ich mich nie gesehen, so habe ich das auch nie empfunden. Ich habe aus eigener Kraft immer dazugehört in meinen Augen. Und für wen das nicht so war, der war mir auch nicht wichtig. Also es war eine gewisse Arroganz, die mich damals schon geschützt hat, bis heute hin im Übrigen. Was andere Leute über mich sagen, zählt eigentlich relativ wenig.
wenig. Haben Sie über Ihre Verhältnisse gelebt? Zu der Zeit, bevor der Betrug angefangen hat, ja, eindeutig. Sonst wäre ich gar nicht auf dieses schmale Brett gekommen, logischerweise. Da gab es dann noch eine Steuerrückzahlung von 75.000 Euro, ein vergleichsweise lächerlicher Betrag zu dem, was nachher dann passiert ist und an Geld bewegt worden ist. Aber das war in der Tat der Stein des Anstoßes. Und, was vielleicht ganz wichtig ist, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, falscher Stolz, glaube ich. Das hat auch etwas mit wenig Glück und oder sogar Unglück zu tun. In meinem Fall mit einem großen Unglück. Also wäre ich damals nicht zu stolz gewesen, um Hilfe zu bitten. Auch da haben wir heute schon drüber gesprochen, wie das sein kann, wenn man hilfsbedürftig ist. Dann wäre das alles nicht passiert. Wie sind Sie auf die schiefe Bahn geraten? Indem ich eben diesen falschen Stolz hatte, nicht um Hilfe gebeten habe und mich dann auf einen, wie ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, bereits verurteilten Betrüger eingelassen habe, der ein, wie mein Verteidiger mal gesagt hat, schlauer war als ich. Ein Menschenfänger, der mich also sehr gut um den Finger wickeln konnte. Und man muss dazu sagen, nicht, dass das falsch rüberkommt, ich war auch bereit dazu. Ja, also das hat ja immer was auch damit zu tun, jetzt zu sagen, oh, der andere war der Böse und der hat mich um den Finger gewickelt und ich habe dann mitgemacht. Das wäre ein bisschen zu einfach, dafür kriegt man auch keine 4 Jahre in Deutschland, sondern ich habe mitgemacht und wir waren zu dritt und dann war es auch direkt gleich schwerer Bandenbetrug. Ab 3 Personen gilt das und dann ist das Strafmaß immer relativ hoch. Wie müssen wir uns Ihr Betrugssystem vorstellen? Können Sie das kurz skizzieren? Also wenn man es, das war natürlich relativ filigran gebaut, aber in Kurzform vielleicht geschildert, ich habe fiktive Aufträge erfunden von der Firma, für die ich damals gearbeitet habe. Diese Aufträge sind an den Haupttäter, von dem ich eben geredet habe, gegangen und der ist damit zu einer Bank gelaufen und hat sich die, Factoring heißt das große Stichwort, einige werden das kennen, früher hieß das Schuldverschreibung, vorfinanzieren lassen zu 80%. Und dann fing ein Schneeball an zu rollen und den Rest kann sich jeder wahrscheinlich vorstellen. Aus 80 wurden dann 160.000 und dann musste es immer größer werden. Und welche Summen ging es da am Ende? Am Ende ging es bei Einzelaufträgen um 7,5 Millionen Euro. Das klingt natürlich wie eine Fantasiezahl. Am Ende waren das auch alles nur Zahlen auf dem Papier. Also dieses Geld hat es ja faktisch nie gegeben, weil es weder ausgezahlt werden konnte, weil ja der Schneeball immer weiter bedient werden musste. Der Gesamtbetrugsbetrag ist dann 45 Millionen Euro gewesen. Auch das klingt in 2 Jahren relativ utopisch, ist aber durch dieses Schneeballsystem relativ einfach zu erklären und auch nichts, wovor man Angst haben muss. Wie haben Sie profitiert? Sie haben am Anfang die 70.000 bekommen. Was hat der Partner, der kriminelle Energie hatte, das haben Sie schon beschrieben, Ihnen sonst noch gegeben, damit Sie da mitziehen? Also das ist natürlich auch eine vielgestellte Frage gewesen, auch im Rahmen des Prozesses und der sogenannten Finanzermittlungen ganz wichtig gewesen. Und was mir nachher auch einige Zeit hinter Gittern sicherlich verwehrt hat oder mich gerettet hat davor, war, dass eindeutig nachgewiesen wurde, dass nur der Haupttäter Kontovollmacht hatte. Also das heißt, die anderen beiden Mittäter, also ich und noch der Dritte, haben immer nur von ihm zwischendurch, ich würde das jetzt mal als Taschengeld bezeichnen, um Gottes Willen, Frau Zeiss, nicht falsch verstehen, aber der hat mal dann 5.000 Euro mal rübergereicht. Dann gab es mal ein Auto, was auf seine Firma geleast war. Also es hieß dann immer der große Fuhrpark des Kai von Bargen. Kai von Bargen hatte nie einen Fuhrpark. Aber eine teure Küche, glaube aber ich, auch es solche Dinge. Gab dann mal eine Küche, die ich mir gekauft habe, die Hälfte von meinem, ja zugegebenermaßen, ganz guten Gehalt. Die andere Hälfte gab es dann aus dem Betrugsgeld dazu. Wussten Ihre Frau, Ihre Familie, wussten Ihre Freunde davon? Niemand wusste davon. Das ist auch das, was nachher am Ende, nachdem ich die Selbstanzeige gemacht habe, das Schwierigste war. Also gar nicht mal die große Angst vor möglicherweise Gefängnis, was ja für mich damals auch nicht greifbar war und auch unvorstellbar war. Natürlich wie jeder Mensch da auch Angst vorzuhaben. Aber der schwerste Gang war ganz sicherlich meiner Familie, vor allen Dingen meiner damals noch nicht Frau, damals meiner Verlobten, dann gegenüberzutreten und zu sagen, das war alles auf Sand gebaut. Weil Sie ja auch über Jahre belogen haben. So ist das. 2 Jahre lang habe ich wirklich alle Menschen, die mir was bedeutet haben, und das klingt ein bisschen wie Hohn dann zwischendurch, deswegen bin ich heute beseelt, dass noch ein paar übrig geblieben sind, die wichtigsten, habe ich die wirklich in der Tat angelogen. Also auf die Frage, wie geht's dir, was machst du, habe ich natürlich irgendwas erzählt, damit dieses ganze Betrugsszenario nicht auffällt. Hatten Sie irgendein Unrechtsbewusstsein in der Zeit, ja, oder würden Sie sogar sagen, ich war glücklich? Nein, also das fing direkt nach dem ersten Fall an, auch dafür habe ich kein Mitleid verdient, aber der erste Fall, man muss sich das so vorstellen, es gab immer ein Zahlungsziel von 90 Tagen. Das klingt so unglaublich weit weg, 3 Monate, ja, roundabout. Aber 3 Monate können manchmal unglaublich schnell vorbeigehen. Vor allem, wenn man so ein schlechtes Gewissen hat. Und ich wusste ja nach dem ersten Fall schon, das muss ja irgendwie zurückgezahlt werden. Ja, also so viel Unrechtsbewusstsein ist natürlich in jedem Menschen, der noch einen gesunden Menschenverstand hat, vorhanden. Und wie soll das zurückgezahlt werden? Ja, durch leere Versprechungen sicherlich nicht, weil das ist ein Geschäft. Also muss das zurückgezahlt werden durch einen zweiten Fall, logischerweise. Der Rest ist Schneeball. Also
wusste ich ganz genau, das schlechte Gewissen läuft immer mit. Und deswegen, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, hat Geld in der Zeit mich auf keinen Fall glücklich gemacht. Sie haben letzten Endes sich selbst angezeigt. Was war der Hauptgrund? Waren es die Schuldgefühle oder die Angst vor Entdeckung? Nein, es war am Ende das, was heute noch nicht zur Sprache gekommen ist, ein zusätzlicher Deal, den der Haupttäter mit mir zusammen eingefädelt hat. 90 Millionen nochmal obendrauf zu den 45 Millionen für ein Formel-1-Geschäft, was er angebahnt hatte. Da waren die Vorverträge bereits unterschrieben. Und dann wären es nach Adam Riese 135 Millionen Euro gewesen in 2 Jahren. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, das ist mit mir nicht mehr zu machen, weil jetzt ist es nochmal viel größer geworden und so überdimensional, dass ich das gar nicht mehr begreifen konnte. Und natürlich, klar, auch 2 Jahre lang ein schlechtes Gewissen zu haben und viel Alkohol zu trinken in der Phase, das ist auf Dauer nicht gesund. Wie haben Sie dann die Zeit in der Haft erlebt? Ja, also ich habe vor kurzem schon mal gesagt, eingesperrt zu sein, auch in Deutschland, ist keine schöne Erfahrung. Also generell nicht frei zu sein, das ist ja nun auch die Strafe, Freiheitsentzug, deswegen heißt das so, hat bei mir auf jeden Fall gewirkt. Ich hoffe, keine bleibenden Spuren hinterlassen, aber das ist Abschreckung genug. Ich wusste ja vorher schon, dass ich was Falsches gemacht habe. Ich bin ja nicht erwischt worden, sondern ich habe mich selbst gestellt und selbst angezeigt. Also war die Läuterung und auch die Resozialisierung vorher schon eingetreten quasi. Aber diese Haftzeit, vielleicht auch gerade deswegen, war schon prägend. Ich glaube, Sie waren auch mal in Isolationshaft. Haben Sie da auch gedacht, irgendwann tiefer geht es nicht mehr? Ja, also 3 Nächte im Bunker, wie das so schön heißt, sind schon, wer es noch nicht begriffen hat, sehr heilsam. Und dann war ich mal für 8 Wochen, auch über Weihnachten und Silvester, für mich immer eine sehr wichtige Zeit, gerade die Weihnachtszeit, im richtigen geschlossenen Maßregelvollzug, wie das heißt. 1 Stunde Hofgang, 23 Stunden in der Zelle alleine. Da geht es wirklich in meinen Augen nicht mehr tiefer. Ich hätte jetzt da noch krank werden können. Dann wäre vielleicht noch einer oben drauf gekommen, aber schlimmer ging es nicht mehr. Seit letztem Jahr sind Sie wieder auf freiem Fuß. Wie leben Sie heute? Ehrlich. Das ist mein Wort. Welche Rolle spielt Geld? Wir haben das heute in der Runde auch schon ein paar Mal gehört. Geld spielt eine große Rolle, wenn man sich ernähren möchte, wenn man wohnen möchte, wenn man ein Auto bewegen möchte. Frau Zeiss hat es auch gesagt. Also auch das war früher etwas, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Ich habe mal irgendwann sogar den verrückten Satz geprägt, da war ich glaube ich 29, dass ich gesagt habe, ich werde nie in meinem Leben für ein Auto bezahlen, weil ich immer einen Firmenwagen haben werde. Ja, also auch diese großkotzigen Aussagen hat es gegeben. Es ist jetzt gerade ein Buch erschienen über diese ganze Situation und eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Gott sei Dank eine meiner besten Freundinnen geblieben ist, hat mir jetzt gerade heute eine E-Mail geschrieben, weil sie es durchgelesen hat und hat geschrieben, mit dem Kotzbrocken, der im Mittelteil des Buches beschrieben wird, hätte ich nicht befreundet sein wollen. Und ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Das bin ich heute nicht mehr, so schreibt sie auch selber. Die ist sehr kritisch mit mir, deswegen glaube ich ihr das mal und das sollten Sie vielleicht auch. Und deswegen ja, sind das die Werte, die wir vorhin auch in der Runde schon gehabt haben. Ehrlichkeit ist wichtig, mit dem Geld zu leben und auszukommen, was man ehrlich verdient. Das ist möglich und das ist auch bei mir wieder möglich. Ist ja noch nicht mal ein Jahr her, dass ich aus dem Vollzug entlassen bin. Und das macht Spaß und das macht auch Glück. Mhm. Würden Sie trotzdem sagen, in Ihrem Fall, Geld hat zwischenzeitlich den Charakter verdorben? Ja, ich glaube, es war eher nicht das Geld. Es war, was ich eben schon gesagt habe, der falsche Stolz. Das hatte nichts mit dem Geld, was ich vorher ja auch ehrlicherweise verdient habe, zu tun. Aber ich weiß, dass das immer so plakativ klingen mag, dass Geld den Charakter verdirbt. Ich habe viele Leute kennengelernt, bei denen das so ist. Ich glaube, dass mein Charakter wenig darunter gelitten hat. Dann sagen wir nur viel Glück weiterhin auf dem Weg, wohin er auch immer führt. Vielen Dank schon mal, Herr von Wagen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Können Sie mit dem Satz was anfangen, Herr Ackermann? Ja, das ist eine Plattitüde, ne? Aber es ist ja auch eine. Aber es steckt ein bisschen Weisheit drin. Steckt ja ein bisschen Weisheit drin. Und die Vorstellung, dass das Glück sich durch materielle Werte festhalten ließe, das zeugt von einer wahrscheinlich einigermaßen positiven Mischung aus Optimismus, Grenzenlosem und Dummheit. Die Sache mit dem Glück ist ja eigentlich, das fragten Sie vorhin, außerordentlich vielschichtiges Unterfangen. Eigentlich ist nicht das Glück dasjenige, wonach wir streben, sondern, nein, wir streben nach dem Glück, so muss ich sagen. Die amerikanische Verfassung sagt sogar, dass es ein Grundrecht der Amerikaner sei, the pursuit of happiness, nach dem Glück zu streben, ist eines jedes Menschen Recht.
Aber das Glück kommt nicht deswegen, weil wir danach streben, sondern es kommt ja auf sehr leisen Füßen. Und immer dann, wenn wir es eigentlich nicht erwarten, ob das Freizeit ist, die plötzlich dies entlastet sein von Zwängen, ob das die Vögel sind, die einem morgens, wenn man das Fenster aufmacht, das Leben verschönen oder die vielen Dinge, von denen wir heute in den verschiedenen Zusammenhängen gehört haben. Es kommt nicht deswegen, weil man danach strebt. Innere Harmonie muss sein. Ja? Wenn ein Mensch glücklich mit sich selbst ist, dann ist er glücklich auch am Leben. Das finde ich. Man kann glücklich mit sich selbst sein. Mit viel Geld, ohne Geld, mit Familie, ohne Familie. Aber Harmonie, innere Harmonie ist sehr wichtig. Frau Zeiss, was ist das, was Sie so von der nächsten Zeit sich erhoffen? Ach, ich denke halt, irgendwann geht vielleicht das Rädchen auch wieder andersrum und es geht mir dann auch finanziell wieder besser. Verzweifle tue ich deshalb noch nicht. Es ist halt so und ich muss da damit leben. Und jeden Tag nehmen wir, wie er kommt, und das Beste draus machen. Ich muss sagen, ich glaube, das, was Sie erleben, erleben sehr viele. Aber nicht viele haben den Mut, da auch so drüber zu sprechen. Deshalb möchte ich Ihnen auch. Ja? Herr Steinbrecher, es ist ja auch so, ich sitze ja nicht bloß daheim und gucke meine vier Wände an. Mhm. Man muss ja selber trotzdem noch ein bisschen was dazu tun. Weil von den Leuten kommt es nicht. Wenn man dann sagt, doch, ich möchte meine Situation ja auch verändern. Und wenn ich da gar nichts mache, dann wird auch nichts draus. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Vielen Dank. Weiterhin bei der Veränderung, die Sie anstreben. Danke für Ihren Besuch, ganz speziell, aber auch an alle Gäste. Wir sehen uns wieder im Nachtcafé in einer Woche. Danke an Sie zu Hause. Tschüss und bis nächsten Freitag. Bis dann. Schöne Zeit im SWR Fernsehen noch heute.